Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Nisa und Cheyan Podcast namens Die Deutschen. Und was muss man machen, wenn man so heißt? Nichts Besseres kann man tun, als den Vorzeigenazi einladen. Der ja seinen Rassismus unter Beweis stellt, indem er sich hier hinsetzt. Ja. So. Also wir haben auf jeden Fall versucht. Da habe ich mich mit meinen braunen Brüdern mal hier zusammen an einen Tisch gesetzt. Den wir natürlich dann noch extra braun gehalten haben, um dem da noch ein bisschen mehr. Das Nazi-Tier ist hinter der Kamera. Genau. So ist Serkan, ja. Unser Nazi, hinter der Kamera, den du mitgebracht hast. Er tut so, als ob sein Freund Serkan heißen würde. Aber ich weiß, dass sein Freund Hernandez heißt. Hernandez Rodriguez López. Er hat einen mexikanischen Freund. Ich bin selber sehr überrascht. Ich habe noch nie live einen Mexikaner gesehen. Und war ursprünglich der Gärtner von Next Level Inc. Ja, genau, von Next Level Inc. Genau, und dann hat er sich hochgearbeitet. Meine Damen und Herren, wir haben Cashmo hier. So, es ist uns eine Ehre und eine Freude, den größten Allmann Deutschlands zu haben. Ja. Genau, heute nennen wir die Folge auch die Allmanns. Haben wir ja dann auch schon einstimmig beschlossen. Ja. Die Allmanns. Ist ja dein Land. Ja. Ja. Cashmo ist sogar groß. Ich wusste gar nicht, dass du so groß bist. Aber du bist schon. Okay, aber ich bin auch ein extremer Zwerg. Ja, das ist halt, weil als Allmann ist man halt ja gewohnt, in geduckter Haltung immer durchs Leben zu gehen. Und deswegen ist da natürlich die Körpergröße dann immer oftmals überraschend. Ne? Ja. Wenn man dann mal in real vor jemandem steht. Ne? Wenn man gerade steht und nicht so gebückt geht. Cashmo, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Schöne, wunderbare Fahrt hier nach Wiesbaden gehabt. Ja, ja, aber warte, bevor wir anfangen. Ich weiß, was du sagen willst, weil das stört mich auch. Ja, warte, das will ich nämlich gerade sagen. Also ich bin ja empört, entsetzt und ich kann gar nicht in Worte meinen Unmut zusammenfassen, dass der Cashmo, der sich ja auf die Stirn schreibt, der Allmann zu sein, sage und schreibe. Zwei Stunden. Nee, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ja, so eine Stunde und 15 Minuten zu... Das ist unsere Show. Ah, ja, stimmt. Also 2 Stunden. Ja, genau. Er ist einfach zu spät gekommen. Ja. Du musst dich natürlich jetzt hier rechtfertigen. Wie kann das sein? Was ist passiert? Kann ich erklären. Bevor wir dir den Titel des Allmanns aberkennen. Weil ich natürlich in den letzten Wochen immer gegen diese Vorwürfe des Rechten kämpfen muss, muss ich natürlich da natürlich dann auch zeigen, dass, dass ich nicht ganz so der Allmann bin. Ja, genau. Wie man von mir... Da so annehmen. Du musst dagegen steuern. Ich muss dagegen steuern. Damit er das so relativiert. Genau. Und das geht natürlich am besten über die Zeit. Ne? Ja. So machen wir das. Ne? Ja, was aber passiert? Ich würde es gerne wissen. Ich kann es ganz einfach erklären. Ich hatte keinen Bock auf euch. Als ich dann heute Morgen im Kleiderschrank die Schublade aufgemacht habe und meine Unterbuchsen gesucht habe, fiel mir auf, dass meine Perle anscheinend das in der letzten Zeit nicht hinbekommen hat. Da musste die dann nochmal ganz schnell zum Wollwort fahren, um mir ein paar Unterbuchsen zu kaufen. 5 € übrigens, das Zweierpack. Also das ist auf jeden Fall mit die günstigsten Unterhosen, die ich jemals in meinem Leben anhatte. Denn ich hatte befürchtet, dass der Podcast sonst unterm Tisch stattfindet, wenn ich keine Unterhose anhabe. Ne? Dann würde vielleicht der Podcast auch die Italiener heißen heute. Ne? Ja. Deswegen, ja, und der Körpergröße, bei mir wird das sogar passen. Habe ich mir überlegt, da braucht er dann lieber eine Unterbuchs besorgen, statt pünktlich zu kommen. Ja, ne? Macht euch keine Sorgen, die Unterhose ist an, meine Freunde. Ne? Damit auch nichts Braunes hinten drin ist und das wieder rechts gelenkt wird dann. Ne? So ist das, da wisst ihr Bescheid. Das sind sehr starke 5 Minuten. So, also uns ist es auf jeden Fall eine Freude, dass du bei uns bist. Ja? Dass es geklappt hat, ist sehr, sehr schön. Mir ist auch eine Freude, dass ihr bei uns seid. Ja, genau. In Deutschland. Ich will das Ton reiten, das ist so geil. Ja. Das ist so geil. Oh, Mann. Eigentlich dauert das immer ein bisschen, ne? Nein, das ist. Aber das heute ist direkt 100%. Okay. Und keine Randtasten. Wie in so einem Karatefilm, der direkt mit so einer Schlägerei anfängt. Kein Storyaufbau. Kein Storyaufbau. Kein Gespräch. Kein Gespräch. So direkt Gewalt. Knochenbrüche nach dem ersten Schlag. Ne? Ja, genau so. Alles ist so. Oh, Mann, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich. Es ist eine Mordsgaudi, wird das hier wahrscheinlich. Ja. Du hast dein Album released? 1998. Warum der Titel? Ich will jetzt nicht sagen, du hast wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, aber ich bin da...
Nicht drin. Nicht drin. Eine raue Vergangenheit gehabt und 1998 sind ein paar schlimme Sachen passiert. Es ist ja ein ernsthaftes Album, was dann nur durch manche Medien nachher ein bisschen ins falsche Licht gerückt worden ist aufgrund der Allmann-Geschichte. Aber ja, das ist so der Background, eine reale Lebensgeschichte, autobiografisches Album. Okay, das heißt, das Jahr war prägnant für dich. Sehr prägnant, ja. Du bist ja ein sehr lustiger Kerl. Ja. Also wir sind wahrscheinlich die Einzigen, ich und Shayan, die ihn aufgrund seines Humors einladen. So, weil ich habe dir so Reaction, wie sie sehen, ich habe mich einfach kaputt gelacht. Das war genauso wie hier und das war genauso diese herablassende Art, ich liebe das hier. Ja, das ist geil. Das ist geil. Und dann haben wir ihn eingeladen. Aber deine Musik scheint dir ernst zu sein. Bedeutet, gibt es Songs, wo man so hört, ey, der Cash muss eigentlich ein ganz lustiger Kerl? Also ein bisschen Humor? Oder ist das eher so... Ich glaube, in den Songs hört man das eigentlich weniger, aber ich glaube, die Menschen, die so ein bisschen härteren Werdegang meistens hinter sich haben, sind auch eher die Leute, die humorvoller sind, glaube ich, auch so. Dass man das verarbeiten kann. Ja. Nein, generell so. Ich glaube, wenn man viel gesehen hat, dann nimmt man viele Sachen auch gar nicht mehr so ernst, dann ist man eigentlich auch mehr so der humorvolle Mensch. Das heißt, wenn oft einer mal so ein bisschen extrem auf Kacke haut, merkt man auch immer schnell, dass da immer viel zu verbergen ist, vielleicht hinter dem Charakter und da immer mehr versucht wird zu schauspielern, weil in der Regel, warum soll man mit schlechter Laune durchs Leben laufen? Da sind wir doch lieber, nehmen wir das doch lieber alles mit Humor. Ne? Ja. Aber du, ich muss reinkrätschen. Ja. Würdest du unseren Zuschauern, Zuhörern eventuell nochmal kurz erzählen, wer Cashmo ist, für was er gerade zurzeit in den Medien steht, vielleicht für die anderen, die ihn noch nicht so auf dem Schirm haben. Okay, also Cashmo ist, so wie wir hier natürlich richtig merken, ein Vollblutrassist und ganz, ganz, ganz weit rechts. Es ist ganz schlimm, ja. Man kann gar nicht mit ihm reden, ohne dass da irgendwas gedroppt wird. Nein, natürlich Quark. Ich würde sagen, am besten soll das Cashmo selber erzählen. Du hast angefangen zu rappen, wann? 99. Da bin ich mit 15 Jahren in Uaf gekommen, nach Köln-Ossendorf. Da habe ich dann 3 Jahre vor mir gehabt, die ich absitzen musste als jüngster Insasse in NRW. Oh, mit 15? Oder vielleicht sogar in Deutschland. Ja, mit 15 bin ich rein, bis 18. Darf man wissen, was du gemacht hast? Ich habe einen Überfall gemacht. Ja. Okay, bewaffnet aber, ne? Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja, die Sache war, ich bin halt im größten Teil im Heim groß geworden und war ein schwieriger Fall, sage ich mal so. Und irgendwann hat halt auch das Jugendamt dann frühzeitig kapituliert. Dann war ich einmal urhaft, 6 Monate. Danach ist ein bisschen was aus dem Ruder geraten und dann haben die halt ganz schnell das Ding zugemacht, weil auch das Jugendamt und die Heime kein Interesse daran hatten, jetzt wirklich mit mir da weiterzuarbeiten. Ich habe ein bisschen Sorgen, wenn ich so rübergehe. Hört man mich dann noch? Nein, man hört mich nicht. Alles gut, alles gut. Sehr interessante Geschichte. Deswegen. Ja. Und wenn ich so rübergehe, mach du einfach den Mund so auf, weil dann geht das da rein und dann da ins Mikro. Ja, genau. Ja, das ist so diese... Das ist die Physik. Ja. Der Schallweg. Ja, der Schallweg. Der Weg des Schalls. Ja, ja, auf jeden Fall. Schön, dass du solche Wörter bei uns benutzen kannst, bei anderen Leuten, mit denen du Interviews führst. Die können ja kein Deutsch. Da habe ich dann halt, wie gesagt, angefangen zu schreiben und Saßt du die ganzen 3 Jahre ab? Genau, ja. Wie sehr, was ich mich frage, ist, weil in der Zeit, in dem Alter, wo du saßt, habe ich ja so meine Teenagerjahre genossen. Mhm. Ich auch, auf dem Freistellhof. Ja. Wie sehr verändert das einen, beziehungsweise... Wie schnell wird man erwachsen in der Zeit? Das wollte ich gerade sagen, das ist eine dumme Frage, natürlich verändert das einen. Aber wie merkt man dann, wenn man rausgeht, boah, ich habe einfach 3 Jahre meiner Teenagerjahre verpasst, also vieles, was andere in meinem, wie sehr spielt das, hat das dann einen Einfluss auf dein Leben? Ja, also als erstes stellst du halt natürlich fest, wenn du dann rauskommst, dass die erste Beziehung, die man hatte, im Vergleich zu den anderen mit deiner Hand war, ne? Ja. Das ist schon mal Punkt 1. Da fängt man natürlich ein bisschen später an. Nee, man muss sich halt einfach viel schneller halt durchsetzen, aber das war ich ja eh schon gewohnt von der Heimzeit. Ich war ja in Trier und in vielen Städten auch im Heim. Da hat ja eh schon quasi die Kindheit aufgehört. Das heißt, ging halt alles ein bisschen schneller, ein bisschen rauer und wilder zu. Aber so, wenn man jetzt so rückblickend betrachtet, finde ich es eigentlich alles gar nicht so schlimm, ne? Ich lebe ja, mir geht's gut, ich habe viel Erfahrung gesammelt, ich kann mit vielen Situationen sehr gut umgehen und deswegen auch so viel mit Humor nehmen, wenn es mal irgendwie trotzdem mal was Ernstes ist. Ja, aber man hat ja eigentlich das Bild, dass jemand, der im Heim aufwächst, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, diesen Werdegang, dass diese Leute eigentlich immer verbittert sind und man sagt, also der Staat lässt die auch oft alleine
Und man sagt ja, der ist sowieso verloren. Mhm. Aus dem wird sowieso nichts. Ich war auch mal anders. Ich war, also, das fing eigentlich eher an, ich habe irgendwann ein paar Jungs kennengelernt im Pott. Dann war ich viel, also, das war 2007, 2008, habe ich auch mal so das erste Album mal gemacht. Die waren alle so voll lustig. Und bei mir war halt, früher habe ich nie gelacht. Also, es war diese Zeit. Also, vorher war es so, wenn ich irgendwo in den Raum reingekommen bin, ich habe immer irgendwann so die Hand gegeben, immer sehr abwertend. Und immer irgendwie so darauf bedacht, hart zu wirken. Ja, einfach so, ich habe gar keinen Bock, ich will keinen kennenlernen. Man und hatte keine Lust zu lachen einfach. Genau, keine Witze machen und hier und da und sehr, sehr, sehr ernst, damit auch gar nicht erst irgendeiner denkt. So, er kann Spaß machen, er kann Faxen machen. Das sind auch so die Sachen, weil ich halt, wie gesagt, in meiner Welt der Allmann quasi auch bin. Ne? Also, ist nicht so die Allmann-Welt gewesen, sag ich mal. Worüber ja auch der Song handelt, wo wir jetzt gleich noch drüber reden. Genau. Das sind ja alles so Erfahrungen eigentlich auch daher. Und aber diese Jungs, mit denen ich dann da auf einmal ein bisschen unterwegs war, die waren immer Witze gemacht und irgendwann bin ich dann so aufgetaut und ja, dann habe ich angefangen so ein bisschen. Aber es ist ja schön, weil du hast ja so einen gewissen Humor. Es wäre schade, wenn du den nicht nach außen tragen würdest. Das ist das. Ne? Das Lachen ist gesund, ne? Das heißt, wenn du jemanden siehst, also ich kann mir vorstellen, weil Kunst, ob Comedy, ob Musik, ist ja auch immer teilweise Identifikation. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Fans, die schreiben, ey, ich bin auch im Heim. Wenn du dann jemanden siehst, der dann auch so verbittert ist, kannst du das dann nach, also du kannst es ja sowieso nachvollziehen, aber sagst du dann, versuchst du dann zu sagen, ey, kack drauf. Steh auf, mach dein Ding. Lach. So, oder sagst du, ich kann verstehen, dass der so ist, ist vielleicht besser, oder dass er so bleibt. Oder braucht man vielleicht die Zeit, um irgendwann auch größer werden oder reifer zu werden? Ich sag mal so, ich generell, wenn irgendeiner verbittert ist, verstehe ich es nicht. Egal, was er erlebt hat? Ist egal, was man erlebt hat. So, man ist für sich selbst verantwortlich, man muss halt nach vorne schauen. So, weil ich bin auch zum Beispiel, einer muss ich auch gestehen, wenn ich irgendwelche Bettler auf der Straße sehe oder so, die sich ihre Heroin oder sonst was da reinpfeifen, ich habe nicht viel Mitleid damit, weil derjenige hat sich selber dafür entschieden, diesen Weg irgendwann zu gehen. Das stimmt. Ne, das muss man halt einfach sagen, in Deutschland kommst du nicht in eine Lage, wie jetzt irgendwo wie in Philadelphia oder was weiß ich wo, dass du in diesem Leben nicht mehr entkommen kannst. Es gibt hier Möglichkeiten, dem zu entkommen. Es gibt hier Strukturen. Genau. Ja, aber es kann ja jemand zum Beispiel von einem kaputten Haushalt kommen. So ja, aber irgendwo. Da komme ich ja her. So, weißt du, ich komme aus einem Haus, wo wir keinen Strom, keine Heizung hatten. Alles. Ich komme aus all dem her. Ich habe gesehen, wie man. Krass, obwohl du ein Deutscher bist und ich nicht. Und ich habe das nicht erlebt. Wie kann das sein? Ja, das gibt's doch nicht. Kann das denn sein? Ja. Es ist halt nicht so oft. Ne? Ja. Aber all diese Fälle gibt's halt auch. Das heißt, sagen wir mal, von dem, was man erleben kann, was wirklich unterste Stufe gesellschaftlich ist, habe ich gesehen so. Und ich bin ja das beste Beispiel. Zum Beispiel heute gibt's oftmals auch Situationen, da kommen Jungs so zu mir, die zum Beispiel schwerere Lage haben, sagen, ja, aber bei dir läuft ja jetzt oder so, Kohletäschchen und jeder. Sag ich, Alter, mit wem redest du gerade? Willst du mich verarschen? Ich bin der Typ, der von ganz unten kommt, der keine reichen Eltern, nichts hat. Niemand hat mich für etwas unterstützt. Das heißt, wir sind ja selber für uns verantwortlich, was wir aus unserem Leben machen. Mhm. Und es ist scheißegal in Deutschland, woher du kommst. Es gibt ja auch also viele Leute, die Motivationsreden halten. Und ich rede von diesen coolen Leuten, nicht diese Spinner, die also ihre Fans. Dion oder so. Ja, genau, nicht so Leute wie der. Die sagen aber auch das Gleiche wie du. Die sagen, in Selbstmitleid baden ist dein Tod. Natürlich. Du kannst, du musst da raus. Keiner kann dir. Ja, du kannst nicht da drin baden. So. Das heißt, du musst. Manche sind eben halt stärker und oder nehmen das mehr zu sich. Guck mal, ich war jetzt vor ein paar Wochen, war ich in der Quarantäne wegen Corona, ne? 14 Tage, weil ich mit jemandem war, der das hatte. Und ich war einfach zu Hause. Mhm. Und um jemanden zu schützen und die Familie zu schützen, habe ich gesagt, ey, geht mal alle weg von mir, ich bleibe alleine zu Hause. Und ich habe gemerkt, ich bin so ein Typ, ich würde gar nicht darauf klarkommen. Ich war 14 Tage so für mich alleine und ich bin durchgedreht. Ich hatte Psychosen, ich habe alles. Da habe ich gemerkt, mental bin ich gar nicht so stark für sowas, alleine etwas durchzuziehen. Ich bin eher so ein Familienmensch oder wenn er sagt, ey, komm, wir fahren jetzt nach Berlin, bin ich dabei. Aber alleine würde ich das nicht machen, sodass man das versteht. Und ich glaube, dass auch manche Menschen da draußen dieses Mindset haben, sagen, ey, ich bin nicht so stark. Dass man sich das eventuell auch selbst einredet. Ey, ich kann das noch gar nicht. Ja, wie kommt man da raus? Wie kommt man da raus, wenn man in dieser Phase ist?
Ja, aber die Sache ist, wenn du sagst, du bist selber ja auch nicht so, du hast aber trotzdem deine Dinge gemacht, um deinen Weg zu gehen, den du ja jetzt gerade gehst. Ja. Den ist ja keiner für dich gegangen. Nein. Für den hast du dich auch irgendwann selber entschieden, hast du, dass ich geh raus auf die Straße. Aber es hat gedauert. Das dauert alles. Ich habe 99 meinen ersten Text geschrieben. Wir haben jetzt 2020. 21 so. Jahre. Ne, verstehst du so? Man muss halt seinen Weg gehen, seine Erfahrungen sammeln. Und von heute auf morgen kommt es eh nicht. So, ne? Also, das ist das Problem auch. Die Leute sind schnell demotiviert. Die sind schnell demotiviert, wollen nicht lange arbeiten und die sehen deinen Erfolg und die denken, du hast nur 6 Monate dafür was gemacht. Genau, weil die sehen nicht. Weil die bekommen dich ja immer erst ab den Erfolg mit. Ja, genau. So, ja, ja. Aber die bekommen dich nicht vorher mit. Ja, die haben nicht wissen, gesehen, wo du nichts hattest. Die wissen das nicht. Ich war selber verwundert, weil ich habe diese Reactions gesehen. Also klar, dieser Song hat jetzt natürlich nochmal eine richtige Wellen geschlagen, ist ja klar. Und da bin ich ja selber auf Spotify gegangen, einfach um zu gucken, nur so ein bisschen. Und da habe ich gesehen, boah, der Typ hat 6 Alben. Also 3 Alben, die jetzt wirklich relevant sind, mit dem 1998 jetzt, aber dann mal aber ein paar Tapes gemacht. Ja, und dann habe ich gesagt, 2008 kam das erste Album. Ja, 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 überleg mal, 12 Jahre, aber das wissen die Leute nicht. Ja, ja. Das heißt, es kann keiner sagen, ja, guck mal, der ist jetzt am Start, der hat es geschafft, weil man ihr nachweisen kann und das ist ja nur das, was man sieht. Genau. Guck mal, 2008 kam die erste, aber wie viele Jahre war davor? Genau. Was man aufgenommen hat, ja, was weggeworfen wurde, was nicht geklappt hat, mit billigem Mikrofon. Ja, genau, vor allen Dingen aus einer Zeit, wo noch nicht diese ganzen Rapper gegeben hat, die so einen Erfolg hatten. In der Zeit, wo ich angefangen habe, da konntest du mit Deutschrap gar nichts. Da war das noch nicht so, dass man sagt, da ich verdiene mich dumm und dämlich. Nee, oder das gab's nicht. Man hatte gar nicht die Sicherheit. Ja. Vor allem in der Zeit gab es nur 2 Rapper, die irgendwie. Was mich immer so interessieren würde, wir reden ja, es ist ja ein bisschen Shitstorm, kann man das sagen? Bei mir? Ja, wegen den Song Allmann. Nee, nicht bei mir, bei den anderen. Bei den anderen ist Shitstorm. Anderen ja, aber den hast du ja verursacht. Den hast du entfacht. Bei den warte mal. Typisch so aus der Böse Affäre, Allmann. Ja, warte, ich weiß aber, was er meint. Die großenteils, die Resonanz ist ja positiv. Ne? Genau. Wenn aber 10% gegen dich schießen, oder auch 5. 1. Oder 1%. Dann ist es ja trotzdem ein Gegenwind. Man kann ja nicht sagen, ich habe keinen Gegenwind. Das ist ja trotzdem ein Gegenwind. Ja. Oder nicht? Ja, kann man Gegenwind nennen. Ja, kann man Gegenwind nennen. Und ich wollte darauf hinaus. Wie ist der Song Allmann entstanden? Wie kamst du da drauf? Warum? Weshalb in dieser Zeit hast du dir schon vorher gedacht, ey, ich löse da was aus? Ja, wollte ich wissen. Ja. Oder hast du gesagt, nein, ich will das einfach nur für mich machen und du warst ein bisschen überrascht, sagst, wow, das geht eigentlich in, warum meckern die Leute gerade hier? Ich habe den Song für mich gemacht, also der ist halt einfach ich setze mich nie hin und sage, ich will jetzt das und das Thema schreiben und dann kommt irgendwie ein Beat und dann merke ich halt so und ich mache mir meine Gedanken und dann kommt halt ein gewisses Gefühl und dann entsteht halt ein Song, also ich schreibe den Song. Als ich den Song geschrieben habe, habe ich schon gedacht, ja, das ist schon ein krasses Thema, so noch gar nicht gegeben, habe den halt dann vollendet und als ich ihn dann aufgenommen habe, und mir ihn dann angehört habe, da wusste ich, dass der Song auf jeden Fall ein bisschen was auslöst. Also das war mir schon von vornherein bewusst. Wenn ich das nicht gewusst hätte, dann wäre ich auch kein guter Geschäftsmann. Ja. So, weil ein Label führen und ein Album rausbringen und da Geld hinein investieren, ohne zu wissen oder zu erahnen, was, wie, wo, welche Auswirkungen hat, dann wäre ich ja fehl am Platz. Wärst du kein Allmann? Da wäre ich kein Allmann, das ist alles sehr präzise durchdacht gewesen. So nicht, ich sage euch ganz ehrlich, was mein Gedanke war. Mein Gedanke war, dass jeder in der Community den Song komplett verstehen wird, dass die Leute kommen werden, wenn sie sagen, ja, hat noch nie einer gesagt, ja, und genau so ist es. Ja. Mein Gedanke war die ganze Zeit, nicht, dass ich von meiner eigenen Community angefeindet werde oder beziehungsweise von Medien wie zum Beispiel hiphop.de oder diese Wasabi oder irgendwelche paar andere Spackos, die da hier und da mal um die Ecke gekommen sind. Ne? Ne? Also, ich ging eher davon. Oh, das ist geil. Ja, oh. Das ist eine Insider-Lache, meine Freunde. Ja, also das ist, weil die mögen das, wenn der Brudi Spackos sagt. Ne? Ja, das ist also, cool. Ich ging eher davon aus, dass wirklich diese falschen Leute kommen, die ich nämlich gar nicht repräsentiere, wie zum Beispiel irgendwelchen AfDs oder was weiß ich, dass die vielleicht kommen und sich an manchen Stellen da irgendwie vielleicht so was rauspicken. Was rauspicken. Und das nutzen, aber das machen ja Politiker sowieso. Genau, ja. Darauf war ich vorbereitet, weil darauf hätte ich angegriffen. Nur was passiert? Ein paar Stunden später kommt hiphop.de mit Toxic
und die versuchen mir dann da irgendwie auf einmal Strick zu, genau, schnell. Obwohl die noch zwei Wochen vor mir ein Interview mit mir geführt haben, wir über das Thema schon ausführlich geredet haben. Das Thema wurde da angeschlagen schon im Interview. Genau, da wir haben das Thema eine Stunde lang darüber gesprochen. Das heißt, er weiß genau, er kennt genau dein Mindset. Genau, er weiß alles ganz genau. Das war schon, den Bericht haben die auch schon wahrscheinlich schon vorher geschrieben. So, weil du kannst nicht in einer Stunde sagen, dass man jetzt einen rechten Mob angezogen hat, wie die Schmeißfliegen sich aufs Kommentarfeld stürzen. Absoluter Schwachsinn, weil du hast jegliche Flagge aus jeder Nation in den Kommentarfeldern gesehen. War das in dem Moment so, dass du sagst, ich verstehe es nicht, was gerade mit den Leuten los ist? Oder auf jeden Fall. Weil oder hast du gedacht, ja, ich weiß, dass es so Spinner gibt? Nein, war mir klar, nein, dass sie das sagen. Das ist das ja. Jetzt erst weiß ich, wie krass das ist, so mit diesen Leuten, die halt so gegen Nationen und so weiter. Ich habe mich so eine Scheiße mich gar nicht auseinandergesetzt. Es kamen auf immer Leute, die bei mir kommentiert haben, aufgrund halt von einem Toxic oder Hip-Hop.de. Ich habe deren Sichtweise gar nicht verstanden. Ich konnte auch gar nicht verstehen, warum greifen mich meine eigenen Landsleute an, so für diesen Song. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe eine Nacht bin ich nach Hause gekommen, habe ich auf einmal gegoogelt, links extrem. Und hab mal geguckt, was verfolgen die für Ziele. Ich habe mich der Scheiße gar nicht auseinandergesetzt. Im nächsten Nacht habe ich mich mit Black Lives Matter auseinandergesetzt. Was verfolgen die? Ich habe mir Dokus angeguckt, einfach um das zu raffen, welche Philosophie gerade dahinter steckt. Am besten sich einfach nur mit der ISIS auseinandersetzen. Ja? Das ist so, das Gesündeste. Ja. Um das einfach irgendwie so zu verstehen. Und jetzt natürlich mit und mit habe ich das halt kapiert, weil die auch immer wieder, das ist wie, als hätten die so ein Regelwerk so von 10 Sätzen oder Argumenten, was die nutzen, was auf Rassismus und so weiter bezogen ist, was immer wieder, ich krieg, jedes Mal ist es ein anderes Gesicht, ein anderes Profil, was mir aber immer wieder denselben Satz schreibt. Ja. Als hätten die irgendwo so eine heiligen Regel. Ja, ja. Und die werden immer wieder benutzt. Das wird abgearbeitet. Genau. Und die, so werden die gleichen Totschlagargumente. Genau, die werden immer wieder als Argumente gebracht. Und selbst diese Argumente kann ich jedes Mal wieder enthebeln, wenn ich will. Ja, und man könnte diese Argumente natürlich auch bringen, wenn es wirklich etwas wäre, was man bedenken muss. Also was irgendwie etwas auslöst, wo man sagt, oh, das geht aber ein bisschen in eine falsche Richtung. Aber das war ja da gar nicht der Fall. Allein wenn man sich das Video anguckt, also nur das Video und den Ton ausschaltet, das ist ja eine Geschichte. Du siehst ja, die Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, diese Bilder erzeugen das und ja, das. Ja, aber okay, aber du musst ja, du kannst jetzt auch einen Film von Equalizer angucken, ja, die ersten 15 Minuten, dann sagst du, das ist voll das Arschloch, das ist voll der Schläge, der bringt alle Leute um. Aber da ist eine Message dahinter. Wenn du bis zum letzten Schluss, die letzte Sekunde das Video siehst, dann geht ja das komplette Bild auf. Genau. Das sehe ich ja. Nicht nur, weil ich jetzt Mediengestalter gelernter bin, sondern ich sehe das als Konsument. Ey, guck mal, okay, in welche Richtung geht das? Man sieht Schäferhunde, man sieht einen Mercedes-Benz, man sieht einen Opa, der den Mund zugeklebt hat. Das suggeriert ja schon was. Mhm. Aber dann siehst du das Ende. Und das Ende ist dann das komplette Bild, dass du das verstehst, was er meint. Dass wir zusammen halt einfach, auch genau. In der Runde, wo ich mit mehreren Leuten aus verschiedenen Nationen zusammensitze und denen meine Geschichte halt erzähle und dass wir am Ende zusammen aufstehen und uns halt irgendwo die Hand geben und so, dass... Eigentlich gute Message. Das ist eine Message. Halt, genau. Aber die haben das so voll kaputt geredet. Du musst nicht mal den Song hören und verstehst das. Und dann erzählt er das und die Bilder sprechen dann für den Song, und der Song ist ja überragend und was du dann auch sagst. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, aber das ist genauso, wenn einer sagt, ich esse kein Fleisch und ich will nur Karotten essen, weil die greifen halt nur gewisse Dinge aus dem ersten Part an. Genau. Und weil die das auch so wollen, verdrehen auch gerne ein paar Sätze von mir, nehmen die Bildsprache, aber da habe ich immer dann als Gegenargument, wo ist denn der Aufschrei dann zum Beispiel bei einem Film American History X? Ja. Du siehst in den ersten Teil des Filmes, siehst du einen, der ist voll Nazi, der bringt einen um auf dem genau. Bordstein. Genau, der Film wäre da zu Ende. Genau. So, aber so tun die bei mir, als wäre da auch der Film zu Ende. Aber der zweite Teil des Filmes ist genau wie bei Allmann, der erzählt eigentlich davon, so, der hat gar keinen Bock mehr auf die Scheiße und der geht jetzt einen ganz anderen Weg. Ich habe auch so. Gar. Aber die wollen es gar nicht sehen. Ich verstehe auch, es wird doch viel zu viel auf die Goldwaage gelegt. Also zum Beispiel mit gewissen Symbolen, die sagen, ich weiß ja nicht, ob du es so gemacht hast. Guck mal, er hat den Schäferhund extra genommen, um zu provozieren. Hast du? Ja, okay, wenigstens so ehrlich. Aber ich. Hab ich. Ich guck nicht und sag, aber der Schäferhund, ich fühle mich voll provoziert. Ich habe gar nicht gedacht, sind auch nicht locker. Pass auf, ich weiß. Immer locker bleiben, wie die Fantafie gesagt hat. Ich wusste, dass das provoziert. Aber wie traurig ist das, dass ich weiß, dass unser Tier, also was von hier kommt, ein deutscher Schäferhund, dass das provoziert. Das ist doch das Kranke. Ja, das ist krank. Wieso provoziert ein deutscher Schäferhund? Provoziert er nicht. Ich hoffe, das ist ein Kangal im Video. Genau, verstehst du? Provoziert er? Da habe ich auch gesagt, das ist jetzt auch nicht das IS-Tier.
Weißt du? Ich so, bin das jetzt. Das schon ab nochmal. So, verstehst du, was ich meine? Das ist so, wie, so, wie kann das sein, dass man einen Schäferhund als provozierendes Tier empfindet? Ja, oder auch die, ja. Aber so. Ich habe noch eine Frage, kurz dazu. Denkst du, für dich, deine eigene Meinung, dass die Leute wissen eigentlich, was du meinst, aber für die Klicks sagen, ey, das ist aber die Geschichte, ist nicht so cool, dass der Typ jetzt am Ende das zeigt, sondern das am Anfang ist viel interessanter, nee, das nehmen wir raus. Nee, ich glaube, das ist denen ihre Meinung, weil die so, ja, ein, weil die so ein Mindset haben. Ja, das ich denke ich, oh auch. Nein, bitte. Ein paar wissen das schon, die dachten, die springen jetzt gerade auf einen Zug auf, der so gegen mich ist, aber haben gar nicht sich so... Wir haben nicht mit dem Schaffner gerechnet. Haben einfach nicht sich so erkundet, was wirklich abgeht gerade, dass es eigentlich mehr Pro für den Song gibt als, als ein Contra. So, ja, und der Rest der Leute hat für mich einfach eine Behinderung. Das ist einfach von der Philosophie her. Ja, wie soll man das denn anders erklären? Ja, ich weiß aber. Ne? Guck mal, du bringst immer auf den Punkt. Ich merke ja, ich unterhalte mich mit denen, ich versuche denen ein Argument zu bringen. Die wollen es einfach nicht verstehen. So, verstehst du, was ich meine? Geistig so. Zurücknehmen. Ja. Genau. Ja, warte mal, aber wenn du ja sagst, ich habe den Schäferhund extra genommen, um zu provozieren, weil ich weiß, dass sie das denken. Ja. Und du sagst aber gleichzeitig auch, ja, aber das ist traurig, dass sie das denken. Das heißt, du hättest ja eigentlich mit dieser Reaktion rechnen können. Beziehungsweise hast du, weil ich mach den rein, weil dann werden der ein oder andere wird dann auf die Palme gehen. Ja, weil ich erstmal für das Recht kämpfe, dass wir einfach mal eine deutsche Fahne zeigen könnten und einen Schäferhund, ohne dass man direkt eine politische Gesinnung irgendwie zugeschrieben bekommt. Genau. Ja. Wir haben das ja im Vorfeld eben, wo wir noch so gequatscht haben, habe ich auch gesagt, ich will erstmal so, dass man die deutsche Fahne zeigen kann und dass die Leute denken, man wäre Nazi. Und wenn wir das irgendwann mal hier in diesem Land erreicht haben, dass das nicht mehr auf irgendeine politische Gesinnung irgendwie bezogen ist, dann können wir uns gerne alle zusammensetzen, die Fahnen nehmen, verbrennen und Müllhalde schmeißen. Ja. So, aber ich bin auch, ich persönlich, bin auch kein Fan von diesem, ey, wir sind Türken und wir sind Kurden, wir sind, weil das ist nichts, worauf du stolz sein kannst, weil es nicht erarbeitet ist. Genau. Dass mein Vater aus Tunesien ist, ist keine, habe ich mir nicht erarbeitet. Mein Vater könnte auch Yoda sein. Okay, jetzt können aber Leute sagen, Nisa, bist du nicht stolz, wo du herkommst? Nein, soll ich sagen, warum? Ich muss das Kind natürlich beim Namen nennen. Das ist, weil die Leute dumm sind und nicht wissen, was der Begriff Stolz bedeutet. Stolz kannst du auf etwas sein, was du selber dir mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet hast. Zum Beispiel, wenn ich eine 1 schreibe in meiner Mathearbeit, dann kann ich sagen, ey, ich bin stolz darauf, weil ich hab das geleistet. Dann denke ich auch, dass das spaltet, auch unter den Ausländern. Das sage ich selber. Ja, dieses, so. Ich bin Albaner und ich bin Kurde, das geht mir so auf den Senkel, weil es spaltet. Die Leute denken, es spaltet nicht. Oh, doch, es spaltet. Stolz weil hast ich es gesehen habe. Es spaltet doch schon allein beim Fußball. Da siehst du einen Türken und du siehst einen Italiener, die sind ihr Leben lang cool, aber dann streiten die sich während einem Fußballspiel. Weil die gegeneinander spielen. Ja, einfach, weil die so verkappt sind. So, dann schießt der Italiener ein Tor. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Dann schießt der Italiener ein Tor, richtig. Dann sagt der Italiener, ha, hab ich dir gesagt, wir sind die Kings. Dann fühlt sich der andere schon provoziert. Das ist, also ich bin generell kein Fan davon, aber ich sage, warum soll das bei denen schlimm sein? Die anderen machen das doch auch. Genau, aber das bei, ist mein, bei, so sehe ich das. Genau, aber bei den Deutschen ist es halt mittlerweile einfach so geworden, durch diese ganze, ich nenne es mal Brainwash, so, mit dieser geduckten Haltung, was ich auch irgendwie versuche so zu vermitteln und auch mit diesem Klebeband auch in dem Video. Stolz, du hast recht, ne? Man braucht keinen Nationalstolz, so, aber man, aber du stehst zu deiner Herkunft. Ja, genau. Schon mal als allererstes, stehst du deiner Herkunft. Man kann ja zu seiner Herkunft stehen. Genau, aber... Ich habe zum Beispiel noch nie, also wenn ich, nehmen wir jetzt mal nur den Fakt auf der Straße. Ja. Wie oft war ich dabei, wenn irgendein Deutscher zum Beispiel gefragt worden ist, was bist du für ein Landsmann? Wie oft war ich dabei und wie viele Leute können das jetzt bestätigen, die das auch sehen? Dass aber man, dann kommt aber immer dieser Deutsche und sagt so, ja, ich bin Deutscher, aber mein oder irgendwas. Ich hasse das. Irgendwas Ausländisches irgendwie reinbringen. Ja. Weil der Hund von meinem Großvater, sein Cousin ist. Das habe ich aber noch nie von einem Türken gesehen oder von einem Libanesen oder sonst irgendwas. Ja. Bei Deutschen habe ich das immer wieder gesehen. Ja, woher kommt das? Und das nervt mich. Das fuckt mich ab. Der Vater heißt zum Beispiel Michael, dann sagen die, der ist Michael. Ja. So, weißt du, Ich habe es sogar schon erlebt. Sein Stiefvater ist nur Türke. Mhm. Der ist gar kein Türke und dann sagt er, ich bin Türke. Sorry, ja, ich muss mal kurz an die Tür. Ja, kein Problem. Und das ist das. Da hast du recht. Das ist halt, weil es irgendwie cool ist. Es ist irgendwie cool, ein Migrant zu sein, aber es ist nicht cool, Deutsch zu sein. Okay, das ist so. Das wird so suggeriert. Okay, das wird suggeriert, genau wie du gerade gesagt hast. Aber warum kreidet man ja dann quasi man mich an wegen dem Song, wenn man sagt so,
euch geht's jetzt quasi ja nur schlecht, nur ihr erlebt Rassismus und hier und da. Das passt doch alles nicht zusammen, yeah. Verstehst du, was ich meine? Ja, so, das ja, ist, so, ja, aber ist ja auch falsch. Man will einfach nur nicht meine Sicht sehen. Ja, genau. So, das hat aber politische das, Gründe, ja, genau. Ich eher. Diese aber heile, ich bin kein Politiker. Ja, diese heile Welt, genau. Und Hip-Hop war ja eh immer gegen das Etablissement, ja. Ist ja eh so rebellig. Und das ist, ich hab, also ich sehe, ich habe mich null angegriffen gefühlt dadurch, so null. Null. Ich denke auch, dass diese Leute, wie du gesagt hast, die sehen das, die sagen, oh mein Gott, vielleicht macht der uns was kaputt, das gehört nicht in Hip-Hop rein, wie kann er das reinbringen, aber es machen andere auch. Aber wer sind die Leute, wer entscheidet darüber, was in Hip-Hop stattzufinden hat? Ja. Hip-Hop.de? Nie im Leben. Ja. So, das sind nicht Hip-Hop-Polizei, die, genau. Die haben doch nicht zu entscheiden, was ja. stattfinden darf und was nicht. Ja, genau. Und deren Meinung ist nicht die unbedingt die Hip-Hop-Meinung. Genau, weil und wenn sie, vor allem, wenn sie dich ja mit, guck mal, was ich halt, das wusste ich nicht, dass sie sich ja mit dir auseinandergesetzt haben. Natürlich. Die haben dich, das ist sehr schlimm. Ja. Bedeutet, man könnte es ein bisschen verstehen, wenn sie nicht mit dir geredet haben. Aber die wissen ja, ey, ich habe mit denen geredet, das ist ja gar nicht so. Genau. Das ist, guck mal, das ist doch wie in der Comedy. Ich habe ja, guck mal, ich bin ja bekannt dafür, dass ich sehr, sehr, sehr oft sexistische Frauenwitze mache. Immer das Gleiche. Ja, Frau gehört in die Küche. So wie du am Anfang. Hm. Ich rede einfach so Blödsinn. So, und ich wundere mich, dass es immer noch Vollidioten gibt, die denken, ich meine das ernst. Hm. Und dann kriege ich auch Hass. Dann habe ich auch gar keinen Bock, mich zu erklären. Na, das sind aber dann wie Hater oder wie Neider, die versuchen einfach, die haben etwas gefunden, ja, wo die angreifen könnten, um dich schlecht zu machen. Ja, genau, und sagen, um ja, der hasst Frauen. Genau. Als ob, wer setzt sich hier hin und sagt, ey, eine Frau gehört in die Küche oder eine Frau soll am Bett. Das ist doch, vor allem, ich überziehe dieses Thema. Das ist im Hip-Hop ja genau selbe. Ich überziehe dieses Thema so sehr, dass das gar nicht sein kann, dass du denkst, dass ich so bin. Und dann, wenn man sich ja mit dir auseinandersetzt, wieso behauptet man das? Mhm. Das ist die Frage. Warum machen die das? Warum sagen die nicht, ich habe mit Cashmo geredet, das ist überhaupt nicht so? Und vor allem, da ist ja nicht diese klare Message. Die Leute tun ja so, als ob du mit so einem Hakenkreuz da vorne so rumgelaufen wärst. Voll. Und die deutsche und dann so Fahne. Und dann so eine Hitlerrede so im Hintergrund noch so ein. Das ist ja gar und die deutsche Fahne ist auch noch die gar nicht mal so mögen, wie ich jetzt so mit der Zeit mal mitbekommen habe, dass diese Nazis, die bedienen sich gar nicht an unserer deutschen Fahne. Das finde ich so voll das rote Tuch. Echt? Die hassen diese Fahne, ja. Warum? Weil ich habe das jetzt mitbekommen. Weil es hat irgendwie so einen ex-rechten Nazi-Typen gegeben, der jetzt irgendwie auf der geraden Linie unterwegs ist. Der hat dann auch irgendwie so ein Reaction-Video dazu gemacht mit noch so einem Nazi-Typen. Also die waren beide irgendwie wohl mal Nazis. Das waren Ex-Nazis. Genau, beide. Und die haben wohl ein bisschen bekannteren Channel auch auf YouTube. Und die haben dann bei dem Song halt darüber geredet. Die haben gesagt, Alter, wir nennen diese Fahne Schwarz-Rot-Senf. Die ist so voll verachtet. Aber wie war die ihre Reaction? Also war die, dass die sagen, dass es Die sagen, ich will es so noch nicht mal sagen, weil das einfach schon, die sagen, allein die Mucke, dieses Hip-Hop, ist für die schon so ein rotes Tuch, da sagen die halt so, das ist so das N-Wort, Mucke, weißt du, so was wollen die gar nicht hören. Ja. Dann die Fahne an sich, das Schwarz-Rot-Gold. Und das sind die aus der Szene. Genau. Und die sagen, das die ist sagen, nicht so. Die sagen dazu Schwarz-Rot-Senf, das ist für die so richtig so abartig. Ja. Die wollen damit gar nichts zu tun haben. Ja. Und die ganzen Sachen, die ich da sage, da sagen die, ja, das ist halt so, aber das hat nichts mit einer rechten Gesinnung zu tun. Das ist halt das, was auf der Straße halt passiert. Ja. Hier und da. So, ja. Deswegen, es ist total aus dem Kontext gerissen. Ich denke einfach, dass manche Leute damit versuchen, halt so ihre Ideologie ein bisschen so zu verfolgen und alles, was irgendwie dagegen ist, halt zu bekämpfen. Und ich bin halt jetzt gerade, war ich der Feind, alle kommen zu mir, da greifen wir jetzt mal an. So. Unterstellst du diesen paar Redakteuren, die dich in diese Ecke schieben wollten, schlechte Intentionen oder denkst du, dass, nee, das ist denn ihre Meinung? Auf jeden Fall schlechte Intentionen. Bei Toxic auf jeden Fall. Toxic Hip-Hop.de, das war ein vorbereitetes Ding. Meine Meinung ist, wir haben gesprochen, der hat schon im Interview immer sehr, sehr kritische Sachen bei mir gefragt. Also der hat das so, ich habe gemerkt, so, der will irgendwas von mir. Der will irgendwie so gegen mich sein, so auch wegen dieser ganzen Thematik. Was ich per se aber nicht verkehrt finde, weil ich mag nicht, wenn jemand dir nach dem Dienst. Genau, aber bei mir sah es einfach mehr so aus, dass der wusste, dass wenn der Song rauskommt, dann macht er diesen Artikel. Und wenn es dann funktioniert, dass ich in die rechte Ecke geschoben werde. Hätten die weitergemacht, denkst du? Nein, dann hätten die gesagt, hier, wir haben das ja auch schon kritisch hier gesehen. Und haben dann im Interview haben wir das, weißt du so, und dass sie dann so als die Superhelden da stehen. Ja. Nur was passiert? Tausende von Kommentare, die auf deren Seite gekommen sind und die angegriffen haben und die gefragt haben, ob die einen Dachschaden haben. So. Ja, hat sich irgendeiner von denen bei dir gemeldet?
Toxic hatte mich, als der Shitstorm bei denen auf der Seite anfing, hat er versucht, mich anzurufen. Dann habe ich ihn weggedrückt. Warum? Und warum ich ihn weggedrückt habe? Ja. Weil ich ja gesagt habe, danach habe ich denen eine Nachricht geschrieben, macht öffentlichen Entschuldigung, weil ich und meine Community und unsere Fans, wir lassen uns nicht als rechten Mob bezeichnen. Ja. Wenn ihr dafür eine Entschuldigung raushaut, dann bin ich bereit, da kommen wir zu meiner Das ist ja auch schon ein Beweis. Genau. Wenn man sich angegriffen fühlt und sagt, ich will eine Entschuldigung, dass du uns als rechter Mob bezeichnest, das zeigt ja, ich fühle mich beleidigt dadurch. Natürlich. Da kann ich das ja gar nicht cool finden. Darauf haben die Sonst würde ich ja sagen, ey, geil. Und daraufhin haben die auch tagelang nicht reagiert. Nur weil der Shitstorm so krass war, hat dann irgendwann der Toxic so eine scheinheilige Pseudo ja, ich hab's Botschaft, nicht Botschaft rausgehauen, wurde dann halt, der bleibt weiterhin die ganze Zeit auf seinem Film halt, wegen Bildsprache, dies, das, und der sagt dann halt nur am Ende, ja, falls sich einer der Fans als Rechtsfleisch irgendwie beleidigt gefühlt hat, dann für den Entschuldigung hat, da tut's mir leid, aber weißt du, direkt so. Guck mal, also, ich bin ja selber nicht jetzt in der Thematik so da drin, dass ich jetzt eine fundierte Meinung von mir geben kann, aber besteht die Möglichkeit, denkst du, dass du wirklich, auch wenn das nicht deine Intention ist, rechten Mob anziehst? Weil mir haben auch zum Beispiel Comedy-Kollegen gesagt, und die haben das bei mir nicht böse gemeint, die haben gesagt, guck mal, Nisa, wenn du immer weil mein Humor ist sehr rassistisch und sehr sexistisch, wenn du immer diese Sachen sagst, was weiß ich, Türken sind dumm, Kurden haben kein Land, Frauen gehören in die Küche. Wenn du das immer, dann wirst du Leute anziehen, die wirklich diese Meinung haben. Schwachsinn. Das haben mir Freunde, aber die haben sich. Ja, das ist dasselbe Argument, was hier auch bei mir gebracht wird. Aber am Ende des Tages, wenn diese Leute wirklich diese Gesinnung haben, dann, die hassen dich dann. Verstehst du auch? Die hassen, die haben doch was gegen dich. Ja, genau, wenn sie dann rausfinden, dass ich gar nicht so bin. Ja, warum sollen die dich dann feiern? Ja, weil die sagen, so, ey, der sagt das ja nur so. Ja, auch so, die sagen, er ist selber Ausländer. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Entweder haben die was gegen Nationen, andere Nationalitäten oder nicht. Haben die denn Leute aus dieser Szene geschrieben und gesagt, ey, wir feiern dich endlich einer? Niemand. Nicht ein einziger. Was siehst du? Nicht ein einziger. Aber krass, das wird dir in den Schuh gesteckt, ne? Sowas. Ja, kein einziger hat mir geschrieben, ich habe auch keine Kommentare gesehen. Oder von irgendwelchen Gruppierungen oder gar so. Nichts. Oder jetzt so übertrieben gesagt, hat die AfD hat nicht geschrieben und gesagt, ey, tritt mal bei uns auf. Nein, so. Niemand. Niemand. Ja. Gar keiner. Gar keiner. Würdest du das machen? Was? Bei der AfD? Wenn die sagen hier 50.000? Nie im Leben. Ich ja. Ich würde da hingehen. Ich schwöre, ich trete auf. Ja. Nie im Leben. Ich würde ihn zum Lachen bringen. Warum nicht? Ich kann. Erstens ist der Brudi nicht käuflich, damit fängt es schon mal an. Weil. Hab ich schon mal auseinandergenommen. Ne? Also, wenn man eine heiße Nacht haben will, da 50.000. Da, ne? Nee, ich trete einfach auf, weil ich dieses Konzept geil finde. Wenn ich da bin und sage, ey, was geht ab? So. Nein, ich pushe oder supporte keine politischen Bewegungen. Das ist generell halt so. Ich supporte mein Leben von niemand aus irgendwelchen Lagern hat jemals meinen Kühlschrank voll gemacht. So, ich supporte mich, meine Community, meine Family und der Rest interessiert mich nicht. Was machst du außer Musik? Gibt's da noch was? Ja, Tattoo-Geschäfte halt, Next Level Inc. Geschäfte, Plural, meine Damen und Herren. Genau, Plural. Ne, 3 Stück habe ich. Ne? Next Level Inc. Genau, Next Level Inc., meine Freunde. Da gibt es was unter der Haut, ne? Das ist ja Bescheid, ne? Geil. Du hast selber auch Tattoos? Ja, aber das habe ich schon von einem Brasilianer mit so einer richtigen Oldschool-Maschine während einem Videodreh mal stechen lassen. Ja, das hätte ich nicht gemacht. Ja, das ist so Besonderes. Woher wusstest du, dass der das kann? Ja. Nur die Harten kommen im Garten. Guck mal, der ist nicht mal so rassistisch wie ich. Hm. Weil ich würde wirklich sagen, oder so ein dreckiger Brasilianer, wer weiß, wo das gelernt hat. Du kannst nur Samba tanzen, ja, ich schwöre, ich hab das nicht gehört. Und du hast das gemacht. Du warst offen dafür. Obwohl du ja natürlich auch ein bisschen so die Optik hast von einem Capoeira-Tänzer. Ja, ich bin ein Capoeira-Tänzer. Nein. Ich glaube, er geht eher Richtung ägyptischer Hotel. Nein, lass mir doch den brasilianischen Capoeira-Tänzer. Warum machst du mir das kaputt? Ich finde, das ist ein bisschen Eddie in Schmal, oder? Von Tekken. Ja, genau, Eddie in Schmal. Du willst mich immer diskreditieren. Weil wir haben ihn wirklich dahin gemacht, wo er hingehört. Ägyptisches Hotel. Ja, aber ich bin kein ägyptischer Hotelanimateur. Du kannst siehst mich aber ja dann so aus. Ja. Weißt du, wie viele deutsche Frauen mir schon geschrieben haben? Ey, so, ich habe den schon mal gesehen. Ja, das ist. Sag ich, wo? Sagen die, ja, in Marokko, Ägypten. Der kommt immer an die Liege. Tunesien. Der kommt immer an die Liege und dann fängt er an, so Witze zu machen. Ja. Und lacht und tanzt. Aber nur bei blonden Frauen. Ja. Und ab Ü40. So Ü40, Ü50, wo das Leben sowieso fast vorbei ist. Ja. Wo die dann sagen, oh, so einen kleinen Mechrib, den hätte ich jetzt gerne nochmal. So mit dem Surfbrett mit den Mädels ein bisschen. Genau, ja, genau. Er kann schauspielern, er kann singen, er kann tanzen, er ist lustig. Alles, was ein Hotel angeht, macht. Ja, jetzt fehlt nur noch der Intimbereich. Ne? Ja, genau.
geil. Bist du kannst du selber tätowieren? Ich habe mal einen Tätowierer mal einen Boxhandschuh auf den Oberschenkel also tätowiert. Wie sieht der Boxhandschuh aus? So? Ja, wie sieht er aus? So, gar nicht mal so verkehrt aus. Gar nicht mal so verkehrt, ist doch geil. Heißt eigentlich nicht, ja. Ja, doch, geht schon. Wo gehst du so in Urlaub, wenn du gehst? Oh, also, Karibik finde ich schön immer. Ja? Ne? Letzte war Curaçao, habe ich mir mal angeguckt, ja. Okay. Ja, finde ich gut. Wie lange warst du da? Drei Wochen. Ja, die dann nicht, hast du nicht dieses Heimatsgefühl? Ja, da wurde mir ein bisschen langweilig, ja, doch. Wie lange bist du geflogen? Wie lange war das? 11 Stunden, 12 Stunden, irgendwie so, 10 Stunden, 11 Stunden. Was hast du gemacht, bitte? Was hast du gemacht, 11 Stunden? Die ganze Zeit, ich hatte auf jeden Fall hier nachher einen blauen Fleck vom so am Fenster hängen. Ne? Also, ich habe ein Problem, ich kann auch nicht schlafen während des Flugs, einfach abkacken. Für mich ist also, das ist für mich Hölle. Ja. So, wir haben ja richtig panische Flugangst. Ich nehme ja Tabletten dafür, ja? Dass ich fliegen kann. Ich würde so nur eine Stunde kurz nach Berlin, ich hau 2 Tabletten rein. Fliegen. Ja, aber wenn man von hier nach Berlin natürlich fliegt, dann kann man keine Flugangst haben. Doch. Würde man ich habe trotzdem. Ich habe richtige Flugangst. Also ich fahre ja mit dem Auto. Der rattet die Vokabel runter, aber wie? ich fahre lieber 6 Stunden, bevor aber, ich... Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich kenne keinen ausländischen Freund, keinen, der nicht gesagt hat, wenn er in seiner Heimat war, ey, ich will zurück nach Deutschland. Ja, klar. Ich kenne keinen. Ja, fällt mir gerade ein. Ja. Jeder, auch ich, sagt nach einer Woche, 10 Tagen, ey, es reicht, wieder zurück. Ja. Mhm. Egal, wo du Urlaub machst. Weil das unsere Heimat ist. Ja, klar. Ist so. Ja, klar. Du fühlst dich so. Das ist ja auch wie, wenn du woanders bist. Deswegen viele Leute, guck mal, als wir Kinder waren, dann wollten wir immer bei unserem Kollegen schlafen. Ja. Jetzt willst du nicht. Ja, dann sagt, schlaf bei also mir. Also ich war vor 2 Wochen zum Beispiel hier mit Hernandez in Berlin. Da haben wir auch direkt gesagt. Hola, Hernandez. Da haben wir auch direkt gesagt, nach 2 Tagen, so, lass mal wieder schnell zurück ins Barrio. Ne? Ja, genau. Wahrscheinlich seid ihr bei hingefahren und sagt, ey, lass mal so 7 Tage Berlin, das wird stabil. Nee, und dann nach 2 Tagen, wie doch selber, als wir diese Session gemacht haben, da wollten wir noch 3 Tage länger bleiben, weißt du, und dann haben wir abgebrochen. Welche Session? Die mit dem Podcast. Ach so, ja. Wo Savas, Achi und so da waren. Da haben wir doch auch, wir wollten noch 3 Tage länger bleiben, dann haben wir irgendwann gesagt, ey, komm, reicht. Reicht. Zurück. Zurück. Ja. Das ist so. Man fühlt sich immer... Heimweh ist auf jeden Fall immer da. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, aber wegen den Tattoo-Studios wollte ich mal fragen. Schieß los. Kommen so Fans von dir, die deinen Rap hören, kommen die auch zu dem Studio? Ja, oder sind das nur so Leute, die Gäste, die dann sagen, viele. Ey, ich kenne den gar nicht. Doch, viele sogar, die sich auch Zitate tätowieren. Also wir haben jetzt Glück, aufgrund des Lockdowns wurden einige Tattoos, die jetzt Alman bezogen sind, nicht tätowiert. Ne? Also da kamen jetzt richtig viele Anfragen. Also alle haben über WhatsApp angefragt haben für Zitate aus dem Alman-Song und so, die das alle tätowieren wollen. Also da gibt es schon viele. Ja. Wir haben auch so ein paar Witze gemacht, so als die Medien dann versucht haben, mich da so ein bisschen ins rechte Licht zurück, haben wir noch gesagt, so, stell mal vor, kommst am nächsten Tag, kommst du so ins Next Level rein, aber man siehst dann nur so Springerstiefel, aber immer nur noch in der Halle und so voll die Glatzen und die wollen trotzdem, ja, die wollen auf einmal alle so ein Tattoo haben halt hier beim Allmann. Halt, ne? Ja, als ob alleine auch so ein Nazi sich ein türkisches Wort tätowieren lassen würde, so komplett so Alman, also das ist schon komplett absurd. Ja. Aber laut Wasabi hat Alman per se was mit Hitler zu tun. Ja, genau, obwohl es ein türkisches Wort ist. Was ist diese chinesische Wasabi ist doch Soße. Ein Essen, das ist ein Japanisch. Also Japanisch, ist doch alles der gleiche Dreck. Ja. Schönen Gruß an Tutti. Warte, wie habt ihr nochmal gesagt? Wie haben wir schon mal gesagt? Das war nicht meine Aussage. Ja, das war der Arme, wir haben den zerstört. Hä? Der Arme, der hat immer gesagt... Nee, das stehe ich nicht dahinter. Ja, das sind meine Fans, die werden... Okay, Wasabi ist doch eine Soße, eine japanische, scharfe Soße. Japanische, die sehr so ein... So, weil man das so ganze Mund wegätzt. Ja. Ja. Und der ist jetzt wer? Ein Podcaster oder was? Oder YouTuber? Nee, das ist so ein Podcast, Falk Schacht und Jule Wasabi. Falk mag ich aber. Kenn ich nicht. Ja. Kennst du Falk Schacht nicht von Mixi Raw Deluxe damals? Das ist doch so ein Bierpromoter, oder nicht? Nein. Nicht? Ja, wegen Mixi Raw, ja. Ne? Nein. Nee, irgendwie alte Garde auf ist jeden Fall. Ist eine Frau dann, Mann? Sie ist eine... Weiß man nicht. Nein. So ein Scherz. Wir tendieren Richtung Frau. Ja. Wir tendieren. Ja. Okay, und da gab es noch jemand, irgendwas mit Kawuchi oder so? Ja, Kollegen von euch, glaube ich. Kollegen, nur weil man auf dem gleichen Feld spielt. Cavus Galanta, ne? Ja, genau, ich kann ja nicht... Ich gehe nicht aufs Fußballfeld. Wenn ich jetzt aufs Fußballfeld spiele, wo Ronaldo spielt, dann kann ich ja auch nicht sagen, ich und dessen gleich. Ja, also wir gucken auf der Spotify-Charts jetzt auch nie nach hinten. Also, noch nach vorne. Also wie gesagt. Bruder, ich glaube, die haben uns ein paar Mal überholt. Das ist eigentlich kein guter Gag. Da war ein egal. Chips und Kaviar, Cavus Galanta. Ja, auch dann, man sagt ja, jeden Tag werden ja auf der Welt einige neue Spezies entdeckt. Die haben das Nazi-Tier entdeckt in ihrer neuen Folge. Das ist jetzt...
Das Nazitier. Ja, aber die sind Wissenschaftler. Was ist ein Nazitier? Nee, warte, vielleicht sind die Wissenschaftler, die tun ihnen was. Das Nazitier sieht aus wie ein deutscher Schäferhund, ist aber keins. Ah, okay. Hat sich dahinter versteckt, dass das Nazitier. Ja, aber Wissenschaftler sind oft so, die stellen ja Thesen auf und die manchmal. Ja. Und mit denen hast du so ein bisschen. Ne, da habe ich mal drauf reacted. Das Geile war halt, das war sehr lustig. An deren Podcast war natürlich, dass sie eine Minute vorher sich über Wasabi lustig machen, weil sie gesagt hat, Allmann hat ja per se was mit Hitler zu tun und hauen dann halt eine Minute später raus, dass der Schäferhund das Nazitier ist. Mhm. Das war natürlich, haben die mir den nächsten Evergreen natürlich direkt so aufs Silbertablett. Apropos Evergreen, das passt zu Evergreen. So, es reicht, ich mache mein Handy jetzt auch wieder an. So, Freunde, ihr könnt mich anrufen, wenn man ist. Ich kann auch noch mal rangehen, ja? Das reicht, ne? Denkst du, der Chips und Kaviar Comedy-Kollegen sind, unterstellst du denen auch, dass sie böse Absichten haben oder denkst du, die wollten einfach lustig sein und ist es nach hinten losgegangen? Ja, die wollten eigentlich ein bisschen einen auf cool spielen und haben gedacht, die würden da jetzt eine neue Fan-Community damit erreichen. Die ist aber natürlich, das ist nach hinten losgegangen. Ich hab die Jungs auch erst später entdeckt, dass sie dieselbe Folge auch auf YouTube hochgeladen haben. Also ich sehe da jetzt nicht so die Möglichkeit für einen riesen Erfolg in der Zukunft. Also das ist optisch schon nicht gegeben. Ne? Und aussagetechnisch erst recht nicht. Ne? Da haben sie sich auf jeden Fall den Falschen ausgesucht, um mit mir in den Ring zu steigen, meine Freunde. Denn der Brudi, der isst nämlich Chips und Kaviar jeden Tag. Da träumt ihr nämlich noch von. Ne? Nur mal so nebenbei. Ne? Das ist so asozial. Das ist geil. Ich meine, wir müssen nicht jeden Tag einladen. Telefonier doch morgen mit denen. Ja, wahrscheinlich wird ein anderer. Wenn wir es richtig lustig haben wollen, dann laden wir auch den Cabo Scalanta mit ein. Ja, genau. Ja, komm doch mal rum. Ja, den würde ich auch einladen. Komm doch mal rum. Und Jule Wasabi auch. Wir sind zum Gespräch bereit. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Genau. Wenn die anbieten würden, Cashmo, wir haben eingesehen, wir wollen das klarstellen, dass du uns zerstört hast. Würdest du dich mit denen an den Tisch setzen? Boah, das wäre mega. Wenn Chips und Kaviar dich so einladen würden und sagen, ey, komm, wir besprechen das. Das machen wir. Okay, das sehr gut. Aber nur, wenn ich den Aufnahmeknopf drücke und die Aufnahme auch da mitnehmen darf. Ja klar, vorher alles klären. Das sonst muss natürlich safe sein. Dann können wir da gerne das Familienduell draus machen. Hast du Leuten wie Falk oder Toxic das angeboten, einen Dialog? Ja, allen. 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 Was kam als Antwort? Außer Chips und Kaviar, die waren zu unrelevant für mich. Den habe ich dann nichts dergleichen angeboten. Die hätten eher mir da was anbieten können dafür, dass ich denen mal in der Karriere ein bisschen da mal einen frischen Wind hinzugefügt habe. Die Art, wie er das sagt, ne? Das ist einfach genial. Ja, ne? Die haben auf jeden Fall, das ist der erste Monat, das ist der AdSense-umsatzstärkste Monat jetzt, glaube ich, für die bei YouTube, ne? Irgendwie so. Also, Tüte Chips ist auf jeden Fall Ende des Monats drin. Endlich mal nicht 7 Monate warten, bis eine Google-Auszahlung kommt. Ja. Bis man genug Werbeeinnahmen zusammen hat. Ab 70 Euro ist erst endlich Auszahlung. Endlich 70 Euro zusammengekriegt diesen Monat. Ne? 70 Euro, da kennen wir uns aus. Ne? Seid froh, dass ich da keine Hip-Hop-üblichen Moves anwende und die Hälfte haben will. Du bist eigentlich... Die halbe Tüte Chips. Okay, dass ich die Hälfte habe. Nee, die nehmen doch sogar mehr als die Hälfte, diese Leute. Ja, steuern noch. Ja. Okay, Cashmo, weißt du, was ich mir wünsche? Eigentlich bist du ein Wohltäter, weil du die Leute auch ein neues Level hast. Weißt du, was ich mir wünsche? Ja. Ich will natürlich mehr Musik von dir hören, aber bitte, mach einen Reacting-Kanal auf. Ja, das musst du machen. Und reacte einfach random auf alles. Ja, aber ich nur auf Sachen, die du nicht gut findest. Ja, genau. Ich kann das schon ankündigen, ich habe da nämlich gerade was vor, das wird Brudi TV heißen, wir bauen gerade bei uns in der Villa da. Boah, ich hoffe, du hast nur schlechte Laune. Sorry, Ich will gar nicht, dass du lachst. Ja, ich will nicht, dass du gut... Ich will, dass du Leute nicht... Ich habe das auch deinem Kollegen gesagt. Ich so, ey, sorry. Nee, ich habe das nie gesagt. Ja, ich so, ey, ich will gar nicht, dass er so happy ist und ein Händchen laufend mit alles. Ich will, dass Leute den abpacken, damit er diese wieder da auch sitzt, so. Wir bauen da gerade so einen schönen Raum in unserer Villa. Das wird dann Brudi TV heißen. Da werden wir genau dann in diese Richtung mal ein bisschen was aufbauen. Willst du auch Leute ein? Da lade ich auch Leute ein. Sind wir eingeladen? Da kommt ihr natürlich. Das ist direkt, das ist doch sowas von klar. Die Brudis, die Deutschen bei dem Brudi. Ne? Ja. Ne? So normal. Werden wir das auf jeden Fall machen. Dann kriegt ihr auch von mir beide einen Boxhandschuh auf Oberschenkel tätowiert. Genau, wenn der dann so aussieht. So. Ja. So damit auch. Also da können wir einiges zusammen verknüpfen. Wird ein Nazi-Tier im Studio sein?
Nazi-Tier habe ich noch keins. Ich habe das mach doch so ein Maskottchen. Ich habe das IS-Tier im Wochengarten. Ja, dann fühlen wir uns heimisch, dann ist das ne? gut. Ja. Ne? Nein, da gucken wir mal, was sich da einrichten lässt. Weißt du, was ich eigentlich auch schade finde? Hm. Das ist eigentlich voll asozial, dass ich das sage. Sorry. Ja, ist ja so, dass du immer sozial hier warst. Ja, genau. Ich finde eigentlich nicht cool, dass du ein paar Leute mit so Reactions zerstört hast. Weil jetzt traut sich keiner mehr. Deswegen besser wäre, er hätte gewartet. Er hätte nicht gesagt, alles abgespeichert. Ja, bis zu 50 Leute kommen und dann stell dir vor, jede Woche so zweimal so ein Video. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, Cashmo ist der Kurt Grömer des Raps. Ja, ich würde gerne, ich überlege so andere anzuzetteln, dass die den so abfangen, nur für meine Unterhaltung. So. Gönnt euch, das Mikro ist scharf, auf jeden Fall bei mir im Studio, da kannst du gerne machen. Okay, was jetzt das Wichtige ist, ich kenne die Antwort, aber für unsere Zuschauer, du siehst den Podcast oder du siehst irgendwas, was über dich gesagt wurde, was falsch ist, hast du die Lines und die Gags vorher aufgeschrieben? Nein, ich mache immer alles direkt live, straight raus. Ne? Wie gesagt, das mit dem Nazi-Tier, dass der Schäferhund das Nazi-Tier ist, das habe ich ja erst in der Folge selber erst gesehen. Okay. Also so, ich hatte mal kurz reingehört, bis dahin, aber ich hatte keinen Bock, mir die ganze Scheiße von denen da reinzuziehen. Da habe ich gesagt, dann mache ich das lieber später dann direkt beim Reaction-Video, dann kann ich direkt drauf reagieren. Und dann kam mir das mit dem Nazi-Tier. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen, wo ich das gehört habe. Da habe ich mich noch zu euch rumgedreht. Da habe ich gesagt, gehört das Nazi-Tier. Ja. Das war einfach Kracher. Ne? Ist ja auch geiles Merch. Ja, das Nazi-Tier. Nazi-Tier ist geil. Hä? Ja, genau. Aber komm, vielleicht will der Schäferhund gar nicht, ja, so, vielleicht will der gar nicht so genannt werden. Haben wir ja so geile Bildchen gemacht, ne, von der Sendung Kommissar Nazi oder mein Nazi mit der kalten Schnauze. Ja, genau. Damals die Erfolgsserien. Was gab es da noch? Mein Partner mit der kalten Schnauze war der mit Belushi, ne? Genau. Und wie hieß der mit Tom Hanks? Der hatte auch so einen Hundefilm. Tom Hanks. Scott und Hutch oder so? Ja, aber war das auch ein Nazi-Tier? Nee, das war so eine Bulldogge. Ja, das war halt kein Nazi-Tier. Ja, ne? Genau, was mit Chuck Norris. Aber Top Will Dog? Smith war bei M. Legend auch mit einem Nazi-Tier noch. Ja, als Schwarzer liegt das ja sehr nah. Ne? Also, das passt. Ne? Also die waren da auf jeden Fall gemeinsam unterwegs. Dann gab es da noch Cats and Nazis. Ja, da gibt's ja auch, da Cats and Dogs. Ist ja auch vorne Nazi-Tier auf dem Cover drauf. Ja. Ich finde, jede Volksgruppierung sollte so ein Tier beanspruchen. So, Nazi-Tier, dann ich so mit Kamel, dann was so passt. Das wäre sehr geil. Das wäre eine neue. Aber weißt du, was krass ist? Was gäbe es denn bei dir noch für ein Tier? Die Iraner sind selber Tiere. Die brauchen kein Tier. Wir haben nur Safran, mehr haben wir nicht. Safrantier. Ja, Safrantier, ja. Safrantier. Was mir aber einfällt. Bei den Türken ist es doch das Dönertier. Ne? Ja, das Dönertier. Genau so wie es ist. Die Frisur lässt auf jeden Fall an Manga-Comics auf jeden Fall ein bisschen erinnern. Und brasilianische Capoeira-Tänze. Ja, nein, das lass zu. Nein, lass zu. Du gönnst mir nicht, weil er dich nicht so genannt hat. Nein. Weil dich guckt an, sieht aus wie so ein Fischverkäufer. Okay, ist ein brasilianischer Capoeira-Tänzer krass? Ja, du bist ein stylisches. Achso, jeder brasilianische Capoeira-Tänzer ist ein stylischer Rodriguez oder was? Ja. Es gibt keinen, der keinen Zahn hat oder Schild. Gibt's, aber ich bin ein stylischer. Er guckt ja mich an und sagt, du siehst. Du hast hier was angerichtet, ne? Nein, da werde ich jetzt drauf rumreiten. Ja, klar, reite ich drauf rum. Lass doch ein Kompliment zu. Ja, der hätte es besser gefunden, wenn er gesagt hat, ey, du siehst aus wie so ein Monchichi, ne? Das hättest du dann gefeiert und dann. Ja, da hätte ich gelacht. Nein, brasilianischer Capoeira-Tänzer. Ich werde jetzt sogar in der Kunst des Capoeira mich unterrichten lassen und werde so ein Maestre. Das wollen wir alle mal sehen. Da sind wir mal ganz gespannt. Apropos Sportarten. Was machst du sportartmäßig? Ich habe mal ein bisschen geboxt. Das habe ich mir aber dann nach ein paar Monaten direkt wieder die Schulter verletzt. Dann habe ich das jetzt wieder eingestellt. Wie lange hast du denn geboxt generell? Ich habe früher ein bisschen länger geboxt, dann ja letztens dann nochmal angefangen. Wie gesagt, dann war die Schulter direkt hinüber. Ich habe auch Diät gemacht, ich war früher ein bisschen kräftiger, immer so 105 Kilo. Ein bisschen Diät mal durchgezogen, ein bisschen mal was trainiert. Bin dann irgendwie auf 88 Kilo runter, jetzt bin ich wieder irgendwo bei 91 oder 90. Weil, wie gesagt, Schulter, ein halbes Jahr hat er auf jeden Fall einen Geist aufgegeben. Ich müsste mich jetzt mal so langsam wieder aufraffen, dann nochmal die Hanteln in die Hand zu nehmen. Ne? Also willst du Fitness machen einfach? Ja, so Fitness, aber nicht so zur Maschine werden, so ich will einfach so fit sein. Gut, fit, Bewegung, ja, schnell auch, boxen, so halt. Ja, genau. Auch boxen nicht, weil ich irgendeinen zusammenschlagen will, einfach nur für die Fitness. Ja, das ist Fitness die Fitness, das ist ein super Sport. Für die Sport. Fitness, ja. Ja, wenn nur so pumpen, da wirst du ja auch nicht. Nicht, fit. Weil ich jetzt in der Rap-Szene versuchen möchte, da irgendwie. Dafür brauchst du nicht die boxen. Die Hälfte des Hacks der anderen Leute dann. Dafür musst du nicht boxen können. Nein. Ne? Für die brauchst du keine, Skills. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in der Karibik bin und Cashmo zufällig sehe, wie treffe ich ihn an?
Wie chillt der? Was macht der? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wie ist der so? Ist der so ein Pool? Bist du so ein Wassertyp? So, oder? Ja, was machst du zum Entspannen? Pool, ja. Pool feiere ich echt tot. Ansonsten natürlich mit Schnorchel und Brille, mit den Schildkröten tauchend, ist ja ganz klar. Das ist der Herr der Schildkröten. Ja, der Herr der Schildkröten. Nee, das fand ich echt geil. In Curaçao gab es so eine Bucht, da konnte man mit denen da so ein bisschen rumschnorcheln. Ja. Hast du so die echte Schildkröten gesehen? Ja, hab ich, Alter, weißt du, wie viel da kommen? Da kommen auf einmal 100 Stück aus der Tiefe, krass, wenn die Fischer kommen. Richtige Libanesen. Alter, das ist ein richtiger Clan gewesen, Alter. Der Schildkröten. Klar. Die Turtles. Das ist die Familie von den Turtles. Ja. Denkst du, die Turtles sind so berühmt geworden? Die hat jemand positioniert, hintenrum Welle gemacht und die jetzt wieder ausgearbeitet. Der Schildkrötenclan hat wieder zugeschlagen. Hat wieder so die Schildkrötenfamilie. Ja, die Schildkröten. Clan-Boss Meister Splinter. Ja, ja. Denkst du, Schildkröten leben auch von Hartz IV? Nein, Schildkröten sind eigentlich coole Tiere. Was ist daran cool, bitte? Die sind cool, nur weil du keine Ahnung hast? Ja, du findest auch die cool. Die haben halt alle, jeder für sich selber Rücken halt. Ne? Und die haben einen stabilen Rücken im Gegensatz zu dem Panzer. Ja, frag ich nach Sonnenschein. Ne? Ja, also. Hast du diese Schildkröten gesehen? Aber die haben unten auch, ne? Hä? Nee, es ist hart, aber nicht so hart wie oben. Ja. Aber beim Krokodil ist oben hart, unten gar nichts, ne? Quatsch, was ist das denn? Das heißt, du kannst ein Krokodil hab noch nicht mit einem geschmust, ich kann ja nicht beantworten. Theoretisch könntest du ja ein Krokodil mit einem Messer von unten direkt töten, aber von oben hast du keine Chance. Du kannst alles von unten mit einem Messer töten, das ist doch kein Maßstab, zu gucken, wie hart das ist. Du kannst jeden aufschlitzen mit einem Messer. Jeden? Ja, außer natürlich mich, weil ich so ein Motherfucker bin. Nee, warte. Hast du Schildkröten gesehen mit so normalen Extremitäten, also mit normalen Fingern, oder waren das die so Flossen haben? Ich hab ihnen keinen Handschlag gegeben, also ich kann das nicht so beantworten. Also, ne, High Five war da nicht, ne? Das ist jetzt beantwortet. So genau habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe den nur tief in die Augen gesehen, ne? Aber guck mal, als sie da den Karpfen gegessen haben, ne? Aber was denkt man da im Wasser? Wenn dann eine Schildkröte, denkt man so, oh krass, eine Schildkröte oder? Ja, das ist, ja, du merkst halt dann, weil ich bin ja eh einer, ich denke ein bisschen, manchmal denke ich immer, ich hätte ein bisschen mehr so Denkvermögen wie manch andere Menschen, dann komme ich halt selber so hoch und guck so, wie die ganzen Touristen alle wie so Megaspackos da im Wasser dann da so rum tauchen und denke mir, krass, Alter, du bist doch eigentlich gar keiner von denen. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ja, aber ich habe halt auch noch nie eine Schildkröte gesehen. Also guck sie mir halt auch mal an. Aber irgendwie kommt man sich dann wie so ein Behinderter vor. Weißt du, so wenn du mit den ganzen anderen dann da... Ja, das ist so eine, wie bei so einem Massending. Wie ja. bei, aber wie kommen die Schildkröten sich vor, wenn die uns dann die ganze Zeit dabei... Ja, das stimmt, ne? Hm? Es gibt ja auch diese The Beach mit Leonardo DiCaprio, ne? Ja. Den Spot da, wo er wirklich ist, das gibt's ja wirklich, ne? In Thailand. In Thailand, glaube ich, ja. Ein Freund von mir war da, der dachte, er ist richtig Idylle. Sagte, da waren einfach 7000 Terroristen, wollte ich sagen. Touristen. Ist ja das Gleiche. Haben Fotos gemacht. Du konntest das gar nicht genießen. Ja, du konntest gar nicht chillen da. Man muss eigentlich so in so ein Land, würdest du das machen? So auf eine Insel? Man sagt ja, umso weiter du weg bist, umso weniger Verkehrsmöglichkeiten, umso schöner wird's. Ja. Also du kommst irgendwann mit dem Flugzeug an. Verkehrsmöglichkeiten müssen halt natürlich immer gegeben sein, weil irgendwo muss der Druck ja hin, ne? Nein, also ein Ziel für mich wäre mal Bora Bora. Ja? So habe ich ja mal im Internet so ein Hotel reingezogen. Oder so willst du nee, so direkt auf dem Wasser. Direkt, ne, die haben da so krasse Bunker, Dinger. Waterbungalows. Ja, aber das ist mega teuer. Ich habe das mal nachgeguckt. Ich glaube, wenn du da eine Woche oder so diese Hütten haben willst, bist du, glaube ich, mit 50 Riesen oder so bist du dabei. Also das Ganze ekelhaft. Ach du Scheiße. Du springst ja dann auch ins Wasser und das ganze Wasser ist voller Haie. So eine bestimmte Art von Haien, die aber warum die, so? Die machen aber nichts. Warum willst du das wissen? Oh. Sagen unsere Experten. Ich habe viel gegoogelt, weil ich so geil finde, wo ich diese Bilder gesehen habe. Habe ich echt mal gegoogelt, so ob da viele Haiattacken, aber nix. Das ist interessant. Was googelt ein Cashmo? Ich traue keinen Haien. Man googelt ein Cashmo. Ja, immer wenn du mal Halsschmerzen irgendwas hast, dann ich bin dieser Typ, der immer direkt alle Krankheiten, alles immer googelt. Oder also dann direkt, da kommst du ja klinisch immer Krebs, tot. Ist immer direkt Krebs, ist immer sowas, was google ich eigentlich immer? Ich google immer. Meine Perle sagt immer, ich google immer so viele bescheuerte Sachen. Immer, ich höre irgendwo was. Was ist das Letzte, was ich jetzt gegoogelt habe? Was lass ich mal überlegen? Was war das Letzte? Du kannst auch ruhig gucken, ne? Ja, ich könnte. Ja. Das Letzte wird natürlich irgendwas mit dem Album wieder zu tun haben. Davor war es wahrscheinlich irgendeiner dieser Schmuddelseiten. Die Schmuddelblätter.
Nee, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, ich google alles Mögliche. Immer, wenn ich mal irgendwas höre. Ich glaube, gestern habe ich mir wieder irgendwas über Corona reingezogen, weil mein Zahnarzt mir erzählt hat, der hätte Corona gehabt. Dann bin ich dann da wieder am Recherchieren. Ich recherchiere immer alles, was ich irgendwie so höre. Ich will immer dann etwas darüber wissen. Mhm. So. Ja. Außer Politik halt. Das geht mir echt auf die Nüsse. Guckst du Comedy? Comedy, ich bin ja, es gibt wenige, die so meinen Humor irgendwie haben, den ich dann irgendwie teilen kann. Da bin ich natürlich nach hier gekommen, hier habe ich natürlich das gefunden, nachdem ich gesucht habe. Ja, es da habe ich gesagt, dann nehme ich mir natürlich die 2 Stunden mal in Kauf, plus das Schnitzel, was mir hier versprochen wurde. Ja, es gibt geile Schnitzel hier. Die gibt es hier, nur wo, das habe ich noch nicht erfahren. Ja, ist eine Überraschung. Ich bin mal gespannt. Bist du so ein Jägerschnitzel? Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel, schön Kalb, mit Zitrone. Kalb, Zitrone, mit genau. Pommes oder so Spätzle? Pommes. Ja, richtig schön. Allmannmäßig. Aus der Kartoffel heraus, ja. Ne? Pommes! Was machst du mit mir? Pommes! Ja, so, also schön, so muss das sein. Ne? Mhm. Na, da ist der Brudi dabei. Ne? Schnitzel? Du Jägerschnitzel oder was? Ich bin eher so der Rahmensoßen-Schnitzel-Typ. Mhm. Ja, Rahmensoße ist schön. Sei bitte leise, doch. Du dreckiger iranischer Lügner. Warum? Du isst jeden Tag dieses Schubsi-Hapsi. Ja, natürlich gehe ich auch Persisch essen, ja, das ist klar. Ja. Was ist denn Schubsi-Hapsi? Schubsi-Hapsi. Wir waren einmal in Berlin, ja. Wir haben ein Essen, das heißt Rolmes Habsi, ja? So heißt das Essen, das ist unser Nationalgericht. Und ich war mir dann mit dem Iraner gegenüber vom Hotel und der hat ja so eine Antisympathie gegen iranisches Essen und iranischen Mitbürger. Ja. Wie er das so sachlich. Ja, und wir waren dann da und dann habe ich gesagt, ja, einmal Rolmes Habsi bitte. Und dann am nächsten Tag sage ich, ey, guck mal, bevor jetzt Savas kommt, lass mal nochmal da essen gehen. Habe ich dann nochmal ein Rolmes Habsi bitte und dann rastet der Engel aus und sagt, ey, lass mich mal zufrieden mit deinem Schubsi, Habsi oder wie das heißt, okay. Und so. Und wir haben das jetzt so etabliert, dass Leute sogar das umnennen und sagen, ey. Auch das, Iraner sagen so, ja, ich esse Schubsi, Habsi. Ja, der ist so beim Essen voll der komische Typ. Nein. Doch, so ein grüner Kleber, sonst gibt's gar nichts. Ja, was isst du denn? Na, erzähl mal. Ja, erzähl mal. Ich esse. Ich bin eigentlich entspannt, was Essen betrifft. Weißt du, wie der Döner bestellt? Merkst du, der kommt auf Fragen gar nicht klar. Wenn man dem eine Frage stellt, dann ist es ganz schwer. Wenn man hier den Spieß mal ein bisschen rumdreht und nicht er hier mal die Fragen stellt, dann wirst du leicht schüchtern, mein Freund. Nein, nein. Komm, rück mal raus hier die Sprache. Ja, erzähl mal. Ja, ich bin entspannt, ich esse alles. Ich bin alles besser wie ein Hai. Was? Ein bisschen Drache oder was? Der isst Döner. Ja. Der geht hin und sagt so, Abi, machst du mir Döner, Fleisch, Mais, das war's. Ja, Fleisch und ich bin ein Fleischfresser. Was ist ein Döner? Ja. Ich mag Fleisch. Ich bin ein Fleischesser. Geilen Burger, Pizza, Nudeln, Sushi. Okay, asiatisch. Chips und Kaviar. Ist du asiatisch? Ja. Nee, gar nicht. Jawohl, das ist mein Mann. Jawohl. Ich bin ein sehr, sehr empfindlicher Esser geworden. So, ich kann Warum? Irgendwie nicht mehr alles essen. Ich hab eine Grundphobie, ne? So, die muss ich mich hier mal outen. Ich habe Todesangst vorm Kotzen. Ne? Also, wenn ich irgendwo ist Magen-Darm-Grippe oder diese komischen Viren im Umlauf, dann liege ich abends immer im Bett und denke so, wenn mein Magen Geräusch macht, boah, ich hab's auch. Ne? Dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Und zum Beispiel Döner und so esse ich auch nicht mehr, wenn man schon ein paar Mal von so Sachen schlecht geworden ist. Und ich habe auch einmal 4 Monate mir so einen komischen Infekt in so einer Dönerbude mal eingesammelt. Das kann doch von da kommen. Es war auf jeden Fall von da. Und seitdem. Ich esse nur noch in 2-3 Läden oder so. Und dann ist dann immer meistens was teurer auch, weil ich dann rede ich mir dann immer ein, dann muss er doch vernünftig sein. Ne? Was mit Nordsee? Auch nicht. Nordsee ist auch so. Ich mag Nordsee. Alles, was so Salmonellen verursachen könnte, und ich esse auch niemals in der Bäckerei zum Beispiel ein Brötchen, wo Remouladensauce drauf ist, weil ich nicht weiß, wie lange ist sie da schon in dem Eimer drin. Ja. Ich gucke in jedem Artikel, was ich irgendwo kaufe, immer aufs Verfallsdatum. Eben zum Beispiel waren wir noch an der Tankstelle, habe ich mir nur Nanuta gekauft. Dann habe ich gesehen, das eine ist bis zum März haltbar, das andere ist bis Dezember. Dann habe ich zu der Frau gesagt, kann ich das eine umtauschen wegen dem Haltbarkeitsdatum, weil ich weiß, das andere ist ein bisschen frischer. Dann tausche ich das. Also bei mir ist richtig das ist krass. Das ist aber richtig geil. Krank. Ja. Also ich achte extrem auf. Auch Pizza esse ich nicht mehr. Ich habe. Was isst du denn, wenn du unterwegs bist? Wo gehst du denn? Ich habe wohl lange keine Pizza und so gegessen und dann habe ich letztes Mal einmal nochmal, das war tagsüber, eine Pizza gegessen, abends habe ich im Restaurant eingeladen mit Freunden. Also ich hatte abends so Magenschmerzen auf einmal. Hier Laktose. Alles am Brennen. Nein, das ist Gift. Ganz ehrlich, das ganze Essen, das stimmt. Gift. Wenn du sauber isst, immer eine Zeit lang und dann isst du mal eine Pizza oder Döner, dann wird mir auch immer verschwindet. Man sagt ja, der Körper sagt uns schon, was gut ist und was nicht geht. Und wenn ich dann diese Pizza esse und mein Körper reagiert auf einmal so extrem, dann sagt er mir eigentlich so, okay, ich war all die Jahre die Scheiße gewohnt, deswegen habe ich kein Palaber gemacht. Ja. Jetzt bin ich aber wieder auf einem normalen Kurs und wenn ich
ich dem das dann gebe, dann sagt er mir automatisch, Alter, was ist das? Weg damit. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Ja. So, das ist einfach direkt. Von gutem Essen wird dir nie schlecht. Genau. Wir essen halt sehr, sehr viel Dreck. So, auch wenn du draußen immer isst, auch eben mit diesem Reis und sonst, dann ist immer so viel Fett da drin und so. Das ist immer alles totales Gift für den Magen. Ja, und Fett ist sehr, sehr ungesund. Deswegen essen mittlerweile wirklich oft, wir haben bei uns so einen Laden, der heißt Sauerbratenpalast. Die machen den Sauerbraten, Alter, als hätte deine Oma den zu Hause gemacht. Da zum Beispiel esse ich gerne. So, Sauerbratenpalast oder in Düsseldorf gibt es ein gutes Steakhouse, Weef & Beef. Das sind etablierte Läden, deswegen darf man die auch mal erwähnen. Die verdienen schon genug Kohle. Ich glaube nicht, dass sie durch unseren Podcast noch reicher werden. Doch, klar. Was denkst du? Hier werden Sachen, danach geht jedes Ding viral und wird 7 Millionen Mal verkauft. Ist du Subway? Auch nicht. Ne? Naja, okay, Bruder, Subway. Ja, aber ich dachte, das ist ja so ein bisschen gesünderes Fast Food. Warte, guck mal, letztes Mal hat mir jemand das mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Da habe ich, Alter, das ist wie der Big Mac von da. Sag ich, ja, der Big Mac allein schon ist eine Katastrophe für mich. So dieses ganze Essen, ich mag das nicht. Ja, das ist nicht gut. Dann habe ich das auch so, aber Mac ist Burger King und so essen wir eh nicht. Dann ist das schon überall so runtergelaufen. Nein, so wird mir auch schlecht. Und so ekelhaft, war weg damit. War, das ist, ich mag das nicht. Kannst du selber kochen? Auch nicht so, nee. Kannst du nicht mal zu Hause ein bisschen Fleisch machen? Ich kann dir hier Thunfischnudeln aus dem Knast machen mit dem Brenner und alles. Ne? Also das ist kein Problem. Den Brenner? Und mit dem Moped zusammen, ne? Dann wird die Gabel, Gabelrasierer, alles in die Steckdose rein und da fängt das Wasser an zu kochen und dann geht aber die Nutzi ab. Ja, klar, Alter. Was meinst du, wie wir da damals unsere Nudeln heiß gemacht haben? Da hast du immer Milchpaket genommen, wo halt ein Liter Milch halt drin ist. Da kriegst du ja zweimal in der Woche da. Dann machst du den auf, Wasser rein, Nudeln rein, dann nimmst du zwei Löffel oder Gabeln, machst dazwischen den Rasierer, damit die Metallen nicht aneinander kommen. Nimmst vom Kassettenrekorder, machst das Kabel halt ab. Machst voll die zwei Strom Kabel halt eins an der einen Seite und das andere an die andere, dann ins Wasser rein, Steckdose rein und dann geht die Post ab. Und das Geile war immer, wenn Leute das nicht auf die Reihe bekommen haben, so ein Moped zu bauen und die das Metall von einem Löffel oder so ist mal zusammengekommen, da gab es immer Stromausfall auf der ganzen Abteilung. Das waren dann halt die noch Grünen hinter den Ohren waren in Sachen Moped-Erfahrung. Nee. Dann hast du direkt waren noch keine Tim Melzer. Ja, dann hast du direkt aus jedem Zellenfenster immer gehört, wenn die Leute gerade zum Beispiel der erotische Film, der lief damals immer auf Vox samstags, und wenn der dann aus war, die Leute waren gerade dabei, ne? Das war ja das Meeting, das eine Date in der Woche, was man dann hat mit dem Fernsehen, da hast du aus einem Zellenfenster gehört, du Huren Sohn, wer war das? Und dann rasten alle aus. Ja, aber die Nudeln, das heißt, diese Thunfischnudeln haben da wahrscheinlich geschmeckt, so wie das Leckerste. Aber wie gesagt, aber der erotische Film hat mehr geschmeckt halt. Ne? Da haben die Leute. Da haben sogar die Leute aufs Essen verzichtet. Genau. Und dann, wie ist das Essen im Knast generell? Ich denke mal. Ist das so wie im Krankenhaus? Ich denke mal, wenn du im schwarzen Delfin in Russland bist, da ist es schlimmer. Ne? Also, das ist. Es geht schon klar. Ne? Ist das wie Krankenhaus ungefähr? Ich habe im Krankenhaus noch nicht so viel gegessen, wenn ich ehrlich bin. Gestern Abend da mal hin oder woher weißt du das? Gehst du mal abends da hin? Ja, der hat doch Dates da. Nein, ich lag ja ab und zu mal im Krankenhaus und das Essen, ich esse es aber nicht. Aber dir geht's gut, ne? Ja, mir geht's gut. Ich hab's nicht schon. Nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass du da das ganze Menü schon von denen kennst, ne? Nein. Ich vermute mal, es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Das ist so ein kleiner Flitzer vom Krankenhaus. Ja, den muss er festbinden, der haut immer ab. Ja. Es sei denn, die kommen halt mit der Karte, mit dem Menü. Dann sagt er, alles klar, bleib ich mal an. Ey, Bro, ich bin abgehauen. Kannst mich abholen. Ja, ich muss da hin. Ey, ich muss da wieder rein. Ich gehe nicht. Was machen die denn? Bruder, die holen da so ein Ding. So, am Ende muss da nur so ein kleines Ding abschneiden. Da. Ja, das kleines Ding. Ja. Stell dir vor, eine Fingerkuppe. Was? Ach so, apropos Fingerkuppe. Hast du Haustiere? Nee. Warum? Ich habe einen Sohn. Ich glaube, das harmoniert jetzt gerade nicht so gut miteinander, weil er noch klein ist. Ne? Ah, okay. Und ich bin noch mal viel auf Achse. Das ist immer schwer. Das ist unverantwortungslos, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ja, nicht verantwortungslos. Weil der quält gerne Tiere. Das stimmt doch gar nicht. Doch, der nimmt so Fliegen, dann baut er so Fallen und köpft die und so. Wenn die Fliege mich nervt, mich in meinem Heim bedroht, und mir den Schlaf raubt, dann kann ich mir herausnehmen, jemanden zu töten. Man sagt ja, alles, was du da den Tieren und so antust, ne, auch jeder Fliege, das wird dir dann später auch wieder fahren. Ja, aber die Fliege hat mich ja zuerst... Das kannst du der Fliege dann mal erzählen, wenn du ins Jenseits gehst. Ja, so da werdet ihr euch noch mal unterhalten. Und so eine Fliege, stell dir vor, so wie bei der Film Die Fliege, kennst du den? Mit ganz altes Ding da. Ja, mit Jeff Goldblum, kennst du den? Ich bin ein bisschen zu jung, glaube ich. Ja, du guckst doch nur so Dings, Alter. Wir waren einmal in Kroatien. Er sieht ungefähr aus wie Cabo Scalanta, der von der Fliege. Aber erst da, wo er sich verwandelt, natürlich.
Kennst du die Fliege? Wir super sind zu Film. Jung. Wir sind zu jung. Film. Super Film. Ist der so schwarz-weiß? Nein, der ist von 86. Ach so, ist ja voll jung. Ja, ist ja so wie, der ist von 86. Ja, 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 aber du tust so, als ob das in den 30er Jahren war. Ja. Was sollst du gerade sagen? Ich weiß, wir waren in Kroatien, ne? Und wir waren da mit so einem Buggy unterwegs und mit so einem Kamerateam. Und er war ein bisschen abseits von uns. Und ich sehe, er diskutiert mit jemandem. Und schreit und macht so was? Und so, ne? Und ich denke mir so, ey, hat er mit so einem Kroaten jetzt Stress oder was? Ich gehe, das war so Sand, so weißer Sand, der war so wie so ein Sandberg, so. Ich gehe drum, der diskutiert einfach mit einer Ziege, ne? Der hat die Ziege angeschrien, die Ziege, und dann hast du so ausgerastet und dann, ich habe noch ein Video davon, ne? Ja. Ich habe noch ein Video davon, wo du dann sagst, ich sag, ey, bist du doof? Was redest du mit einer Ziege? Ja, die fuckt mich ab die ganze Zeit, was macht die? Ach so, wir waren da irgendwas am machen, die hat die ganze Zeit ja, so. Du hast was gegen Tiere, glaube ich. Nein, das stimmt nicht, ich esse die doch. An alle. Die war am Meckern, obwohl das ernst gemeint hat mit ihr, ne? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Die hat mich verletzt, ja? Ich habe die mit anderen Ziegen gesehen. Ja. Ich konnte das nicht vertragen. Das hat mich verletzt im Ziegenfucker. Das du ist Ziegenfucker. Hast du mal Ziegenfleisch gegessen? Nein. Du? Nee. Was ist dein Lieblingsfleisch? Steak, Filet. Filet mignon. Vom Kuh? Von der Kuh? Ja, oder vom Ochse oder von so einem. Ja, vom Rind, so wie das sein muss, ne? Ja. Hm? Ja, der isst so ganz komische Sachen. Das stimmt nicht. Hasenfleisch, ja. Hirschfleisch. Schmeckt. Noch nie gegessen. Aber ich würde, irgendwie habe ich Hunger auf so Kalbs-Wiener Schnitzel irgendwie heute, ne? Ja. Die Jungs haben mir einen Schnitzel versprochen. Ich werde das später. Ich werde das später dann noch bekannt geben, ob ich dann noch hier wirklich das beste Schnitzel von Wiesbaden bekommen habe. Ja, klar. Ne? Ich hole ihn ja auch eins. Ne? Du musst dann nur mitspielen. Aber nur eins. Das muss erstmal wieder eingespielt werden mit der ganzen YouTube-Kohle, ne? Ja, genau. Die Umsätze stimmen nicht. Das Schnitzel, das muss aber. Das ist ja. Bist du so ein großer Schnitzeltyp oder sagst du eher diese kleinen oder diese XXL-Schnitzel, nee, die man so umklappen muss? Normales Schnitzel, ne? Ja. Also, es muss schmecken halt, ne? Ja, da gibt es ein, zwei Läden hier. Die Quali muss stimmen, nicht die Quantität, ne? Ja, genau. Quali, das ist auch teuer, ja. Da tun wir weit in die Tasche greifen für dich. Ja, perfekt. Ja. Das ist gut. Optimal, so. Ne? Weil jetzt so durch den Lockdown, da bin ich natürlich sehr betroffen. Da kann ich schon mal das ein oder andere Schnitzel auf Scheierns Nacken gut vertragen, ne? Wenn ich mir jetzt so einen Rapper angucke als Endkonsument, dann frage ich mich, was macht er denn außer der Musik? So, hat er Hobbys? Liest du? Geht der Bogenschießen? Keine Ahnung, Fechten. Guckst du gerne Filme? Serien, so Kinotypen. Ich bin eigentlich den ganzen Tag am Produzieren, am Machen oder mit den Jungs da bei uns im Studio, im Garten am Rumhängen. Aber du brauchst so einen Ausgleich, Cashmo. So von allen weg. Nein, für mich ist Arbeit, Arbeiten. Also wie gesagt, wenn die Tattoo-Schule ist ja noch laufen, dann führe ich ja auch quasi noch diese ganzen Sachen, die da halt passieren. Leute kommen zu mir, fragen mich hier, dies, da geht ja auch permanent was ab. Ne? Mhm. Also eigentlich mein Leben und mein Ausgleich ist Arbeiten eigentlich auch. Ja? Also, bist du ein Kinogänger? Ich bin auch nicht. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich mache gar nichts. Wir haben einfach zu viel Zeit. Ich bin nur sonntags gezwungenermaßen sogar mache ich Family Day. Okay. So, aber ich gehe ganz früh morgens aus dem Haus und komme sehr spät abends nach Hause auch. Geil, stylisch. Sehr allmannmäßig halt. Ja. Deutsch. Das kennen wir. Hm? Außer mit der Pünktlichkeit, da hast du es nicht so. Ja, das ist nicht so. Aber deswegen habe ich mich auch in die Position des Chefs gebracht, dass ich das bei mir in meiner Arbeitswelt auch nicht so dringend sein muss. Ne? Sehr gut. Das war nämlich immer einer meiner Fehler. Dafür bin ich bekannt. Wenn man sagt, so, man ruft mich an, ich so, ja, ich bin 10 Minuten da, das kann dann doch nochmal 2 Stunden dauern. Also dafür war ich heute echt sehr pünktlich. Ne? Ja? Für mein Zeitverhältnis auf jeden Fall. Ja. Wie war die Fahrt eigentlich bis hierhin? Wunderschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Du hast 600 Euro Tankgeld bezahlt mit dem Auto. Auf jeden Fall. Das ich schwöre, so ungefähr ist es. Ne? 600 Euro Tankgeld. Ja, so. Das schluckt mehr als die Kaiserstraße zusammen. Das sind so knapp 200 Euro geht das schon mal schnell runter. Ne? Jo. Und wieder zurück. Klar, 40 Liter auf 100 Kilometer. 30 bist dabei. Okay, 30, aber du musst genau 100 fahren für 30. Ja. Die Sache ist, der kann ja noch nicht mal irgendwie so großartig schnell fahren. Das ist ja mehr so ein Cruiser-Auto. Also, ja. Wie viel ist Höchstgeschwindigkeit? Also, was ich selber mit dem Höchste war 160. Das wird aber auch ganz schnell ungemütlich. Dann pfeift's auch, ne? Ja, dann rappelt halt alles. Ist halt so Panzer mehr so. Ne? Der ist aber so, das Ding ist schon über dem Motor groß. Ja, so ein Schwarzenegger-Auto. Ja, voll. Ja. Richtig geil. Habe ich halt im Intimbereich angepasst halt, ne? Ja, genau, passt. Deswegen fahre ich ein Clio.
Der war gut. Smart. Ich war smart. Oh Mann, ey, der Wagen. Ja, ihr fahrt alle so dicke Autos. Das, man merkt so, da ist. Ihr? Ja. Sagt der Richtige. Nee, ich fahre ein ganz normales kleines Auto. Ich weiß nicht, wie das Auto heißt. Ich habe ja keine Ahnung. Ist auf jeden Fall weiß. Ja. Und. Warte. Ja, du fährst ja, wie ich ja gesehen habe, gerne Leihwagen und lässt dich dann halt gerne mal als scheiß Ausländer bezeichnen. Oh! Das hab ich schon recherchiert. Ja, musste mich ja auch vorbereiten, wo ich ja hinkomme. Genau. Hab ich ja dann gesehen, ich hab Unfall gehabt mit meinem. Und dann schnell so, wenn er gemerkt hat, dass auf einmal die Kamera an ist, so: Hast du gefilmt? Wir haben das richtig inszeniert, um den Mann zu Fall zu bringen. So ganz, ganz ekelhaft. Was ist eigentlich daraus geworden? Haben den Zufall gebracht? Wir haben den Zufall gebracht. Also, Six hat ihn ja rausgeschmissen? Six hat ihn gekündigt. Dann hat also der Cabus Calanta der Vermieterszene war. Ja. Das. Ach, das wird geil. Ey, auf den haben wir heute echt. Ey, echt. Also morgen, I just called to say I love you. Ja, so, also den haben wir echt kaputt gemacht. Gibt es das eigentlich auch in der Comedian-Szene? Also der Typ hat versucht, lustig zu sein, aber der sollte, glaube ich, auch einer der aus der Szene sein. Gibt es da auch so diese Telefongespräche jetzt im Hintergrund durch irgendwelche Gruppierungen? Denen. Ja, aber nee, Gruppierungen gibt es nicht. Von Kavus ruft da jetzt einer an und ruft bei deinem Schutz an. Wer ist dein Schutz? mein Schutz ist... Die Ziege. Ich glaube, so die Ziegen-Gang. Die Goat-Gang. Die Goat. Oder vielleicht hole ich mir die Schildkröten. Aber es gibt viel Lästereien bei denen. Ja. Boah, die sind eher ganz so viel. Kaffeeklatsch. Ja. Kaffeeklatsch. Hast du gesehen? Oh, da fällt einer, so zum Beispiel, muss ich es vorstellen. Oder ihn werden jetzt einige Leute anrufen, werden sagen, ey, guck mal, er hat jemandem eine Plattform gegeben, über dich herzuziehen und so. Obwohl man als Comedian drüberstehen sollte, weil du teilst aus, du musst einstecken können. Ja, die verteilen ja auch permanent, ne? Ja. Also nur. Und dann, wenn da zum Beispiel einer einen Auftritt mal verkackt, dann freuen sich alle, da wird darüber gelacht, da werden die Links zusammen weitergetragen. Das ist ganz schlimm. So richtige Lästerschwestern. Wer ist denn so der Tupac der Comedian-Szene? Über den keiner lästert. Also über Gibt's den? Nee. Nee, aber ich glaube, Markus Krebs ist schon einer der geilsten, aber über den wird ja auch schlecht hergezogen. Aber den wird ja über seine Kunst. So, aber Tupac, wenn den gibt's. Aber ich sag mal so, wo ich fast nie was gehört habe, war über Teddy. Teddy kennst du? Nee. Angelo Merte. Dieser Schwarze, der so bleibt. Ja, alles klar. Aber den wird ganz wenig was gesagt. Also jeder feiert den eigentlich. Ja, genau. Und Özcan. Özcan auch. Aber sonst ist eine ganz. Wer ist Özcan? Özcan Kosa ist ein türkischstämmiger deutscher Stand-Up-Comedian. Kennst du den nicht? Der ist eigentlich auch gut am Start. Sehr gut am Start. Und auch sehr lustig. Ich glaube, ich kenne nur die man immer so da permanent irgendwie Fernsehen. Ja, aber Özcan sieht man permanent. Hat einen Auftritt, der ist viral gegangen. Der eine mit den langen Haaren da. Nein, das ist wühlend. Der hat einen Auftritt, der ist viral gegangen mit türkische Weihnachten. Warum Deutsche andere, also Weihnachten feiern und warum Türken kein Weihnachten feiern. Das ist, glaube ich, bei ihm sehr viral gegangen. Du guckst die Leute. Ich arbeite zu viel. Ja, und außerdem sind 98% der Comedians in diesem Land unlustig. Ja. Wie du ja mitbekommen hast. Ich hab's am eigenen Leib spüren müssen. Ja, ne? Das hast du. Ne? Das, was du mitbekommen hast. Das aber was mich mal kurz interessiert, Keschmann, was hättest du gemacht, wenn jemand, so zum Beispiel wie wir, über dich gesprochen hat, aber auf lustige Art? Mhm. Hättest du es gefeiert oder hättest du auch geschossen? Nein, wenn man merkt, dass es auf eine humorvolle Art und Weise und dass so gemacht wird und dass ich das auch erkenne, dann ist das eine ganz andere Nummer. Genau. Dann hätte ich vielleicht sogar Ausschnitte davon geteilt, auch gepostet. Ja, okay. Irgendwie so, ich bin ja gar nicht so der ernste Typ. Nur wenn ich halt merke, die versuchen dann wirklich auf die ernste Schiene und labern da einfach nur die ganze Zeit einfach nur Scheiße, dann muss ich mich dazu äußern. So, dann lässt mich das auch nicht locker. Weil ich kann es auch nicht so stehen lassen, sodass sie dann da sitzen und dann so machen. Ja, das stimmt. So. Das ist durchgegangen. Das kann ich ja nicht durchgehen lassen. Und das muss dann mal kurz wieder gerade gerückt werden. Dieser schwarze Knopf, den du bei den Reactions immer gedrückt hast. Das ist ein Ding, das ist diese Maus mit dem Ball. Ja, genau. Ja, das ist, hast du das gesehen, Cheyenne? Ja. Das sah stylisch aus, wie so ein Filmbösewicht von James Bond. Der so einen Knopf hat, um einfach die Welt untergehen zu lassen. Ja. Wovon du natürlich keine Ahnung hast, weil du guckst nur Too Fast und Too Furious. Ich muss mir kurz was angucken. Ja, ich hoffe, die Seite vom Wiener Schnitzel. Ja. Hm? Ey, du musst mir echt dein Schnitzel holen, Schein. Sonst bist du kein guter Gastgeber. Ja, ich guck jetzt für euch, ne? Schau mal, dass man runter machen hier die Lautstärke, dass man mich erwischt.
Das wird der teuerste Podcast seit der Geschichte, ja. Die Deutschen. Ja. Zum ersten Mal wusste investiert werden. Zuerst mal haben wir in die Qualität investiert. Ja? Zuerst mal, dass der Gast zufriedengestellt wird, bevor genau. Boah, ich hoffe, es kommen noch so mehr Reactions. Ich muss irgendwie Leute anstiften. So von hinten. Ja. Ey, Cashmo war bei uns, der hat voll gelästert über dich. So, und dann dass sie. Ja. Ey, Cheyenne, du bist so. Nimm dir noch das schlimmste Bild. Das war also. Ja. Wenn Bilder mehr sagen als 1000 Worte. Sagt man doch so. Ja. Das Sprichwort kommt nicht von ungefähr, ja, ne? Ja, oh, Mann. Ey. Ich muss das wieder ganz schnell löschen. Ja, so ist ja. Wieder Handy stürzt. Ja, ja. So, kriegt Probleme. Achso, jetzt habe ich noch eins. Boah, das ist ganz schlimm. Das ist schon. Ja. Also, da wächst kein Gras mehr da in der Nähe. Ja, das ist schon. Ja. Drogen sind nicht gut. Ja. Da sollte man ab und an mal die Finger von lassen. Ja. Mhm. Bist du ein iPhone oder ein Android? Oder Apple oder Android-Typ beim Handy? iPhone. Jawohl. Wir verstehen uns. Oh, heirat ihn doch. Du, Android? Ja. Warum? Einfach so gegen den Strom schwimmen. Mhm. Wie die Schildkröten, die du gesehen hast. Mhm. Der ist in verschiedenen Gruppen drin, die nicht ganz koscher sind. Okay. Und die können über iPhone mehr überwacht werden. Wir haben jetzt so ein kurzes Päuschen eingelegt. Wiener Schnitzel? Wiener Schnitzel. Ja. Es hat gemundet, ja? Auf jeden Fall. Hast du jetzt einen Schnitzel bekommen, bist du zufrieden? Schnitzel bekommen. Ich bin, jetzt bin ich bereit, auch in die Comedian-Szene einzusteigen. Ohne Name-Dropping. Ohne Name-Dropping. Das war jetzt meine zweite Wahl, weil der erste dazu gehabt, wegen Corona. Der hat gesagt, ich mach komplett dicht für die nächsten ein Jahr. Der sagt, lohnt sich gar nicht mehr. Ja. Deswegen der zweite, ich fand, der ist eigentlich auch gut. Ich finde auch, wenn du diese Reaction-Videos machst, es muss mit diesem schwarzen Ball, dieser Maus. Ja, das ist der Style. So der Drip. Ja, so tack. Immer so. Ja, was sollte ich denn da noch reacten? Ne? Wenn mich ja keiner angreift, dann habe ich ja keine Begründung mehr. Nein, ich mach jetzt richtig Feuer. Wir machen richtig Feuer. Bitte greift Cashmo an, damit also, wir so. An alle Comedians. Also Comedians, das wird schon dein Metier, ne? Ja, Comedians macht Spaß. Ja, die machen Spaß, ne? Mit denen möchte ich mich gerne mal auf einen Teppich stellen. Ja. Und Aladdin spielen. Aladdin spielen? Ja. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Album ist jetzt, wir können noch streamen. Nee, wenn die Folge rauskommt, ist vorbei. Vielleicht können wir ja vorziehen. Wann kommt denn die Folge raus? Morgen? Sollen wir die morgen machen? Ja. Für den Kollegen hier. Ja, natürlich. Aber Donnerstag ist schon zu. Ja. Nee, Donnerstag läuft noch. Ja, Donnerstag läuft noch. Dann machen wir das noch. Dann streamt darüber weiß man Zähne. Der dann streamt alle das Album 1998. Ja. Ja. Damit der. Streamst du auch? Ja, klar. Wie oft? Ich lasse einfach so durchlaufen. Wie sie fast dann alle machen. Ja. Am besten natürlich, wenn ihr die Charts pushen wollt, iTunes runterladen, kaufen. Ja. Ne? So läuft das. Okay. Ja. Oder kann ich die Streams kaufen? Machen ja auch alle. Ich kauf sie ja dann. Kennst du den Kai oder was? Ey, Mann, aber jetzt mal eine Frage. Jetzt eine dumme Frage. Ja. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Boah, wer das erfunden hat, direkt. Das war bestimmt der Bankberater von mir. Ja, wahrscheinlich. Der hat auf jeden Fall dumme Fragen. Ja, ja. Der hatte wirklich dumme Fragen. Ja. Also, Herr Grüße. Herr Grüße. Herr B. Punkt. Ja, ne? Was willst du fragen? Wir sehen uns auf jeden Fall noch. Im positiven Sinne. Wie AIDS-Test. Ja. Was wollte ich fragen? Du hast gesagt, jetzt mal eine dumme Frage. Ach so, wenn du jemanden abfucken willst, kannst du den Streams kaufen, dass der dann so Shitstorm bekommt? Geht das? Oder ist das überhaupt nicht möglich? Oder weil viele Rapper, die erwischt worden sind mit Instagram-Likes, die sagen, oh, das hat einer gemacht, das hat mein Feind gemacht. Ja, ja, das Problem ist, ich kenne mich erst gar nicht mal aus in dem Metier, weil bei mir ist ja alles immer so real as fuck, ne, so wie der Brudi halt ist. Ja. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Sachen jetzt kaufe. Der redet einfach in der dritten Person von sich. Ja, und warum, wie kann ich denn einen damit abfucken, wenn ich dafür Geld ausgeben muss, damit der dann mehr Streams hat? Was ist denn da der Abfuck? Da habe ich mich doch selber mehr abgefuckt, oder? Warum sagen das die? Wer macht das dann? Wahrscheinlich die Leute selber. Ne? Also alles andere ergibt da für mich keinen Sinn.
Das ist geil. Ne? Ja, aber ist doch die Realität, oder? Gershow, mach mal einen Podcast jetzt. Hey, du musst eigentlich auch einen Podcast machen. Ja, du musst einen Podcast machen. Ich mache einen Podcast. Ja, wir kommen als erste Gäste. Ihr seid meine ersten Gäste. Ich schwöre, mit Herz. Wirklich? Oh, erste Gäste. Ja, mit Herz. Aber dann, Junge, dann schieße ich gegen alles an. Hey, und bei uns wird es auch hier diese schönen Mikros für hier geben. Das heißt, wir können uns frei unterhalten. Ja. Also nicht so. Guck mal, das ist so ein subtiler Diss. Der wollte sagen, nicht so wie hier, so unprofessionell. Nö, das klingt. Ich will aber diese Maus haben. Ich will auch so ein paar Mal da drauf drücken. Diese Maus fasziniert mich. Der Sound ist da. Bei uns wird es sogar noch viel geiler. Wir bereiten schon so eine Tafel vor, wo dann auch Knöpfe sind, die ich drücken kann, wie zum Beispiel, das hat per se was mit Hitler zu tun, wie aus der Folge mit Wasabi. Achso, ja. Nippe, ah, diese Nippe, genau. Diese Nippe bei der Butterbirne. So, ja, genau. So Dinger kommen da auch rein oder auch Capone seine Lache mit Hubs und so weiter. Ja, ja. Da werden ein paar geile Sachen auf jeden Fall reinkommen. Vielleicht finde ich ja bei euch auch noch den einen oder anderen Classic, den ich da reintribbeln kann. Ne? Auf jeden Fall. Ich finde aber, der Podcast muss unter Comedy laufen, ne? Dann ja, nicht so seriös. Ja, seriös. Mhm. Oder bei ja, ich, mein Anliegen ist ja, Brudi TV so groß zu machen, damit wir euch in den Spotify-Charts ja auch dann nochmal ganz nach oben kriegen. Ja, ne? Das, ja. Das ist voll korrekt. Ich push und supporte das. Das ist ihr müsst mindestens 4 Plätze steigen. Ja. Mindestens 4. Ey, der ist sehr gut. Der ist sehr deep. Ja, das war Real Talk. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr deep. Ne? Ich mit ihm um 4 Plätze. Ey, das ist sehr Brudi TV, ne? Mit Brudi TV auf dem Cashmo YouTube-Channel laufen, dann machst du einen extra Channel. Nee, mach ich auf dem Cashmo-Channel, damit das auch direkt ganz schnell bestimmte Leute erreicht. Ja, genau. Ne? Damit die Verbreitung da auch gegeben ist. Ne? Ja, das finde ich gut. Was ist jetzt? Das ist 4 Plätze. Das hat mich echt gekillt. Was, also das Problem ist, wir lachen uns über Behinderten, die Leute wissen gar nicht, warum. Ja, aber es ist voll oft. Eines Tages werden wir es verraten. Ja, das ist aber voll oft so, dass die schreiben auch die Fans in die Kommentare, ey, worüber lacht denn dieser und Scheiße, was meint die? Aber es gibt ein paar Füchse, ja. Die werden das jetzt so googeln-mäßig. Ja. Ja. Meinst du, die kriegen das raus? Ja, ja. Die haben schon einige Sachen rausbekommen. Weißt du, warum ich dir gesagt habe, ey, die merken das. Ja, ja. Nein, die merken das nicht. Allein habe ich mal so eine Line gebracht hier, habe ich gesagt, ja, die grüne Farbe hat einen Grund, warum die hier so ist. Ja. Die Leute haben das gecheckt, was ich meine. Ja, das ist schon geil. Das erzählen wir dir auch später. Erzählen wir dir später. Ja, da musst du so. Damit es nicht jeder checkt. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir haben ein paar, viele Insider. Aber mich würde gerne mal interessieren, weil Cashmo ist eine echt angenehme Person, ne? Also ja, genau. Mit dem kann man lachen, mit dem kann man Pferde stehlen gehen, so schön wie man sagt, ne? Würde der Carbus nicht so sehen. Ey, die ganze Folge besteht aus. Das ist schon Leichenschändung, Alter. Du bist ein Korpsmolester. Du bist ein richtiger Korpsmolester. Was ist denn ein Korpsmolester? Das ist Leichenschänder auf Englisch. Ah, okay. Ja, genau. Wenn jemand schon tot ist. Und, so. Ja. Und er hat das eingeführt, weil der macht in seiner Freizeit ganz, ganz komische Dinge. Und wir haben unsere Gang, unser Clan, sind die Korpsmolester. Ah, okay. Ja. Ja. Ich gehöre dazu. Ja. Genau. Ey, dieser Chavus Cavusi oder wie der heißt. Der Chavus, der gute alte Chavus Cavusi. Ne? Wie heißt der? Calenta Manten. Malenta. Chavus Calenta, glaube ich. Chavus Malenta. Chavus Calanto, ne? Chavus Calanto. Chavus Calento. Das ist ein dreckiger Iraner wie du, Alter. Chavus Calantos. Chavus Calantos, ne? Könnte aber auch in Griechisch sein. Chavus Calantos, Dionitos. Ethnonymismus, Mikronismus. So, ich muss mal kurz was gucken. Ich sage, du bist richtig am Ende. Cavus Calanta. Ja. Ja. Boah, das ist der Steve Urkel der heutigen Comedian-Szene, würde ich sagen. Also anhand des Bildes jetzt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Boah, das ist so wenn geil. Wir jetzt, ich feier das. Wenn wir jetzt, ich bin richtig glücklich. Ja, jetzt bin ich nicht der Einzige im Podcast. Ja, weil ich weiß jetzt, wie das ist so für andere, wenn die mir so zuhören, die das feiern. Ja. Und also mache ich das jetzt und das einfach. Deswegen, und jetzt habe ich erst recht Hass gegen Leute, die mich dafür angreifen. Das ist doch super stylisch. Ja, das ist lustig. Die konnten das nicht gut finden. Das ist aber da wir jetzt eine deutsche Community hier sind, genau, werde ich natürlich dann mit meinen Reaction-Videos da auch noch ein bisschen Rückhalt geben. Ja, genau. Ja, ich bin jetzt euer Rücken. Ja, so, ja. Cash für unsere Rücken, wir halten zusammen. Also deutschen Rücken ist immer schön. Ja, was wolltest du gerade sagen? Wolltest du was ganz Lustiges sagen? Ich weiß es nicht mehr. Doch. Weil es war weniger lustig als das, was wir gemacht haben. Ja. Ich kann nicht mehr mithalten. Ja. Du meinst Cash, du bist ein angenehmer Typ. So ist also du bist ein angenehmer Typ, mit dir kann man gut lachen. Wenn du jetzt Leute siehst, die etwas
weniger gut über dich geredet haben. Und du siehst sie in so einer unangenehmen Situation, wie du läufst in ein Schwimmbad rein, in so einem Gang. Da gibt es nur so zwei Umkleidekabinen. Und er kommt dir entgegen und sagt so, hi, grüß dich. Und du sagst, ah, guten Tag hier. Ja. Wie würde diese Situation ausgehen? Kannst du dir mal kurz mal so ein bisschen erklären? In der Regel ist das ja so, dass im Internet die Leute natürlich da immer ein bisschen frecher sind. Ja, ne, stärker unterwegs sind. In der Regel klärt sich das schon von alleine, ohne dass ich da was sagen musste. Ne? Also ist ja in der Regel so. Ich stelle meine Frage immer so, weil ich warte, ich will wissen, was der antwortet. Das ist also geil. Das ist ja eigentlich immer ein selbstklärendes Ding dann, in der Regel. Ja. Ne? Also ansonsten kenne ich mich natürlich mit den Kabinen- und Duschfights aus dem Knast noch sehr gut aus. Also ich denke mal, das ist ein Heimspiel dann für mich. Das ist ein Heimspiel. Ja, ist der Heimvorteil, also der kennt das. Der weiß, wie er die Ecken nutzt und den Raum. Da habe ich ganz klar Heimvorteil. Ich weiß ganz genau, wie das Rutschverhältnis auf dem Fliesen ist, dass ich da dementsprechend dann entgegenwirken kann bei Angriff. Ja, was soll ich sagen? Das Rutschverhältnis der Fliesen. Ja, was soll ich denn sagen? Naja, ne? Der nutzt das so wie Jackie Chan. Der rutscht so um den Gegner rum und gibt dann so. Dann rutscht er so in die andere. So dann einfach so unter die Beine rutschen. Ja, unter die Beine. Und dann so nach unten dann wieder so hochziehen. Weißt du, was ich mir vorstelle? Ich stelle mal so einen MMA-Kampf live übertragen in so einer Duschkabine. Ja. Ne? Und dann sagt er: Oh, heute hatten wir Cashmo mit Schwabusi Danusi. Und ja. Schwabusi Danusi. Schwabusi Hausi. Ist gerade hier im Ring und man sieht, Cashmore kennt das Rutschverhältnis der Fliesen ganz genau. Ja. Meine Damen und Herren, wie er das einsetzt, sucht seinesgleichen diese Kunst. Und dann siehst du so Cashmore so, das er hat seine Füße auf den Grip angepasst. Ja, wo du dann siehst du, wie der so in der Kopfstellung steht und so hin und her surft. Und so, zum Beispiel, rennt auf einen zu, der gibt ihm einen Schwinger und er macht so, unter die Faust und rutscht so drunter durch. Das Rutschverhältnis der Der Quattro der Duschfallzähne, ne? Ja. Boah, das mit hat mich gekillt. Ja, Mann. Boah, ich weine, ne? Du bist der Champion. Ich weine wirklich. Ja. Wie gesagt, da wurde schon so die eine oder andere. Wie er das so. Ja, da kennt der Brudi natürlich die Rutschverhältnisse der Fliesen. Ja. Was also, für ey, wir nennen die Folge Knastduschen-Champion. Dann einfach so ein Gürtel, so ein Boxgürtel. Mit der Seife in der Mitte. So mit der Seife in der Mitte. Ja. Und dann so der WBF-Knastduschen-Champion. Der Knastduschen-Champion. Ich habe meinen Titel das erste Mal 2003 erhalten. Oh, dann hab ich eine Seife in der Mitte. Ach, Scheiße. So eine Seife. Und dann um die Seife herum sind so rutschende Füße auf Fliesen so abgerutscht. Ja, wie Rutschverhältnisse. Oh Mann, ja, ey. Ich hab uns gekillt, Schweine. Ey, ich schwöre. Wir kommen echt die Tränen, ne? Ey, der hat uns gekillt. Erstmal mit Schwabusi. Schwabusi? Wie heißt das so oder nicht? Ja. Schwabusi Katalea. Ja, das hat mich gekillt. Ne? Ey, das war zu geil. Die Rutschverhältnisse der Fliesen. Aber wie er das gesagt hat. Ja, da kennt ihr der Brudi. Die Rutschverhältnisse der Fliesen. Das wie kommt man auf sowas? Als wird das so. Wie kommt man auf sowas? Als wäre so der Sprecher in der Dokumentation. Kennst du doch diese Sprecher? Ja. Wenn die sagen, der Sprecher von der Knast-Doku, das ist der härteste Knast der Welt. Hier sehen sie eine Schlägerei, die natürlich der im weißen Hemd für sich entscheiden konnte, da der Brudi die Rutschverhältnisse der Fliesen. Ja, da kennt ja der Brudi, der die Rutschverhältnisse der Fliesen. Der Schildkröten-Clan. Jetzt bei Spiegel-TV. Ja, so ist das. Ja, so haben wir halt unsere Erfahrung schon damals in den 90ern gesammelt. Der Knast-Duschen-Champion. Guck mal. Und das Bild, dieses Bild mit dem Gürtel, muss so nackt mit Handtuch, also Handtuch, ja, nur Handtuch. Ja, klar. So, ey. Und auf dem Bild Seife, so eine Seife. Aber barfuß oder schlapp? Ne, barfuß, das ist ja Knastduschen. Aber auch nicht mit Handtuch, wir hatten ja damals immer die Knastkleidung bekommen, natürlich auch die Unterhosen, die waren natürlich nicht auf den Größen sortiert. Dann hatte man dann ab und an auch mal eine Unterhose, wie so ein Summenringer. So ausgeleiert, wie ein Summenringer, dann hast du immer manchmal gesehen in der Dusche, so ein Knoten. Hier einen Knoten, in der Mitte Knoten und da an der Seite einen Knoten. Ja, du als Profi.
gegangen. Dann haben natürlich die Säcke auch mal rechts und links rausgeguckt die ganze Zeit. Ja. Hätte man sich auch sparen können. Mhm. Aber das, denke ich mal, wäre das perfekte Outfit dann für ja, den Kampf, gewisse Fights. Für die Zusammenkunft. Ja. Boah, ich habe jetzt, stell mal vor, du spielst das einfach auf PlayStation. Den Knast. Ja, und du kannst so Kombination, dass du so rutschen kannst. Ja. Oder stell dir vor, der ist so ein neuer, frei spielbarer Charakter, so bei Street Fighter. Kommt einfach Cashmo so barfuß und der Allmann. Der Allmann so. Der Allmann. Und der rutscht. Du machst so eine Kombination, der rutscht dann so. Boah, das hat mich gekillt. Ey, mir tut alles weh, ne? Ja, das mein ist Gesicht so tut mir weh. Ja, ich hab's auch, ich merk's auch leicht. So fühlt sich dann der Kavus nach dem Fight in der Dusche halt auch. Mit den Schmerzen, ne, im oberen Gesichtsbereich, ne? Ey, der Arme. Nur bei uns ist das. Ich schwöre, das poste ich heute in meiner Story. Das ist geil. Ja. Ja, da kennt der Brudi halt. Die Rutschverhältnisse der Fließ. Ich poste das. Das ist genial. Also, wenn ich mir ein Zitat tätowieren möchte, dann das. Ja. Also, wenn es einige Cashmo-Fans gibt, bitte tätowiert euch. Schickt uns Bilder. Ja. Ja. Tätowiert uns, tätowiert euch bei Next Level Inc. Da kennt halt der Brudi die Rutschverhältnisse der Fliesen. Oh Mann. Boah, das hat mich gekillt, ne? Ich auch schon. Boah, das hat mich gekillt. Das, Wie viel Cola Zero willst du noch trinken, Bruder? Das ist nur eine. Ich hab die noch nicht aufgesaugt. Und die anderen sechs da unten? Nein, das ist die. Nur, ich hab nur die getrunken. Echt? Ja, ich hab nur Wasser getrunken. Boah, freut mich. Ja, freut mich. Ja, jetzt hast du wieder nichts zu sagen, nachdem du mich hier diskreditieren wolltest. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich über alles. Ja, komm, keiner darf gegen dich schießen. Komm, jetzt kommt er wieder mit dieser Masche. Nein, aber ich mein's ernst. Ja nicht in der Hip-Hop-Welt. Wo jeder verkauft wird. So, so deswegen, du bist mein Bruder, keiner greift dich an. Wie sind nicht in der Hip-Hop-Welt? Boah, das hat mich gekillt. Also, wir haben auf jeden Fall ein paar Stunden hier, ne? Ja. Und ich finde das schön, dass dass wir lachen können. Wir lachen können. Also, Cashmo, du bist echt ein super obwohl du, Typ. Obwohl du ein Straßenrapper bist. Na, also wirklich, ich habe selten bei jemandem gelacht, so wie mit dir. Und der bringt mich eigentlich immer hier zum Lachen, ne? Ja, ja, ich wollte. Aber du hast echt alles gekillt. Ja, ja, das war echt gut. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Oder du bist lustiger als mich viele Comedians. Du bist lustiger als. Ja, das ist ja nicht schwer bei der Stand-Up-Comedy in Deutschland. Das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Ne? Da braucht man ja keine besonderen Berufserfahrungen zu haben heutzutage. Ja, ne? Genau. Ja. Oder und optisch muss man nicht. Ja. Optisch muss auch keine Augenbeine sein. Ja, muss ja nicht mitbringen. Das ist ja meistens eher vom Vorteil. Ja, genau. So, meine Damen und Herren, was kann ich sagen? Folgt Cashmo auf allen sozialen Netzwerken. Auf Instagram heißt du Cashmo? Genau, Cashmo Musik. Cashmo, genau. Oh. Findet mich einfach Cashmo eintippen. Facebook, Cashmo, Twitter. Genau, überall. YouTube. Genau. Oh. Bist du bei TikTok? TikTok bin ich nicht. Twitch? Twitch bin ich auch nicht. Twitter bist du, ne? Ich hab da mal einen Account gemacht. Twitter aber Twitch kommst du rein. Ich gehe jetzt auch ins Twitch-Game. Treffen wir uns dann da. Wir treffen uns dann, wir gehen dann live. Da könnt ihr Reactions machen. Ja. Dann überlege ich mir das auch mal zu machen. Ja. Boah. So, von Cashmo, vielen lieben Dank, dass er da war. Streamt das Album 1998. Ja. Streamt es, bis der Hase brennt. Bis der Chefarzt kommt. Ja, bis der Chefarzt kommt. Ich würde, was ich noch meinen Zuschauern mitgeben, weil ich will immer was Tiefgründiges sagen am Ende, ja. An alle Leute, die eventuell Antipathien gegen Cashmo hegen. Ich verstehe euch, macht bitte ein Video gegen ihn, ja, damit der antwortet. Dass er reacten kann. Ja, und ich wieder so Unterhaltung habe. Das also ich finde es nicht gut, dass du nicht den Frieden unterstützt. Ich scheiße auf Frieden. Das ist doch viel lustiger. Der Brudi nimmt die Herausforderung an für alle Allmanns in diesem Land. Wer möchte und wer den Trackball meiner Maus auch zu spüren bekommen möchte, am Tisch der Weisen. Er tanzt den Tango mit euch, meine Damen und Herren. So sieht das aus. Nimmt die Challenge an, wenn dich jemand herausfordert. Zum Ja, aber die nächsten sollten dann doch schon ein bisschen Relevanz haben, damit ich auch mal was davon habe. Weil bisher war das ja nur so, als wenn ich die Spendierhosen anhab und den Leuten immer Klicks und Abonnenten schenke. Jetzt möchte ich natürlich auch mal ein bisschen was zurückhaben von der Szene, von der Comedian-Szene vor allen Dingen. Ne? Der Brudi gibt die ganze Zeit immer nur. Ja, du bist ein Der Rutsch-Champion. Du bist ein Wohltäter. Weißt du, was ich geil finde? Dass er... Das ist genau wie bei mir. Der denkt nicht eine Sekunde. Ja komm, jetzt ist das aber ausgelutscht. So, der macht weiter. Immer wieder in die gleiche Kerbe. Immer wieder. So wie bei mir, wenn die sagen, okay, Nisa, ist gut, das ist jetzt 10-mal. Haha, wir haben schon nein. Weil dieses Abfucken macht Spaß. Ey, man halt so genau, okay, ne? Das ist wie bei den Critters. Boah. Also wie gesagt, ich möchte auch meinen Hack haben. Ne? Ja. Also, aber gemischtes Hack. Nur. Beim nächsten Mal bitte ein paar Gegner, mit denen man auch arbeiten kann.
Und dann und antwortet auch mal danach, damit es weitergeht. Genau. Alle geben sich immer direkt geschlagen, das stört nicht. Genau. So, dann suchen wir ein paar Opfer, die für sich bereit erklären. Ich rufe jetzt einfach so voll viele Leute aus der Szene und sage, boah, Cash hat richtig über dich gelistert. Ja, so im Hintergrund. Ja, so ganz, ganz, ganz ekelhaft. Und dann, wenn er mich fragt, ey, hast du den Leuten erzählt, dass ich das gesagt habe, dann sage ich ja. Das ist lustig. Optimal. Das ist lustig. So, meine Damen und Herren, also an Nisa. Vielen Dank, dass du mein Partner bist. Vielen Dank, dass du immer in meinem Leben bist. Ich liebe dich. Ja. Boah, wie süß. Wollte ich einfach nochmal sagen. Dankeschön. Ich bin der stolz, Beste. Dass Cashmo bei uns war. Es ist wirklich schon eine Ehre. Es war lustig. Die Deutschen. Ja, ja bei so die Deutschen. Das muss so sein. Wir laden auch nur noch Deutsche ein. Ja, das führen wir so ein. Ja, das führen wir echt ein. Da ist es auch weniger Kopfschmerzen. Die Leute können wenigstens drei Sätze sprechen. Alle leben, alle haben Rechte und so. Das ist Quatsch. Ja, so ein lustig. Quatsch. Keine Macht der Toleranz. Komm zu den Allmanns. Ja, komm zu den Allmanns. Achso, Merch kommt auch aus von dir, ne? Merch haben wir auch. shop.rapperausprinzip.de. Da gibt es schöne Allmann-Hoodies. Ja. Ne? In verschiedenen Farben. Ja. Ne? Und da gibt's warum hast du nicht korrekt und hast zwei Hoodies mitgebracht? Ja, ne? Ich bin ganz ehrlich, im Auto habe ich darüber nachgedacht, warum ich das vergessen habe. Aber ich hätte den mit Herz getragen. Beim nächsten Mal, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, Mann. Da werden wir das machen und ja. Auf jeden Fall. Okay, super. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Abonniert den Channel. Wir haben immer noch, wir müssen doch immer noch für die Korpsmoleste. Wir haben das immer noch nicht gemacht, die fragen immer. Willst du es bei jeder Folge so sagen, dass ich dann sage, in der nächsten Folge sagst du alles klar? Ja, in der nächsten Folge besprechen wir das. Wir lieben euch alle Korpsmoleste. Danke an die Unterstützung. Danke an Hernandez, der hier sitzt, der Kollege von Cashmo. Ich schwöre euch, der sieht auch. Kennt ihr das, wenn ich schon mal eine Mexikaner-Phase habe? Komm, wir machen mal den ekelhaften Move. Komm, zeig dich einmal hier rein. Ja, bitte, Hernandez, einmal das. Und dann bewertet in den Kommentaren, Türke oder Mexikaner. Guck mal hier. Wenn das kein Mexikaner ist. Ab heute ist er eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, genau. Hast du mehr Relevanz als Cabos? Folgt mir alle. Ab jetzt. Ja. Überall, wo ich bin, folgt mir alle. Ja. Der braucht Klicks, der braucht Likes. Ne, wisst ihr Bescheid. Stimme die Wubbidi-Wabbidi-Dabbidi-Du. Du. Ciao. Okay, ciao.